Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, die Stadtgemeinde Feldbach begrüßt Sie sehr herzlich zum Vortrag von Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer im Rahmen des Projektes Schule der Zukunft. Unser Ziel: Bildung für ein erfülltes Leben. Ja, vielen Dank für die nette Einführung und guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte versuchen, Ihnen in der nächsten Stunde ja so viel wie möglich über Ihr Gehirn zu erzählen. Sie haben eins dabei und wollen wissen, wie es funktioniert. Und wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man besser damit umgehen, kann auch besser mit den Hirnen anderer umgehen. Und ich hoffe, dass Sie was davon haben und dass ich es nicht langweilen werde. Da fange ich einfach mal mit zwei Gehirnen an, jeweils so durchgeschnitten und so durchgeschnitten. Und da sieht man schon, dass an dem linken was nicht ganz stimmt. Das sieht nicht sehr gut aus. Da fehlt nämlich über 80%. Dieses Gehirn ist einzeln publiziert in einer wissenschaftlichen Publikation. So müsste es aussehen. Also das ist ein normales Gehirn. Und in dieser Publikation wird auch deutlich, warum dieses Gehirn publiziert wurde. Denn der Patient, der Mann, der zu dem Gehirn gehört, Anfang 40-jähriger französischer Beamter mit zwei Kindern, der hatte nichts. Der war völlig gesund. Und die erste Frage, die ich mit Ihnen kurz klären möchte, ist: Wie kann das sein? Wenn ich aus meinem Laptop so ein Loch raussäge in der Mitte, wie der Mann im Hirn hat, dann tut er nimmer. Ja? Und da genügt viel weniger, damit das Ding, ja, wir haben ja drastische Wörter, abstürzt oder sich aufhängt. So bezeichnen wir, wenn unser Computer mal immer tut. Unser Gehirn hat genau die gegenteilige Eigenschaft. Die hat auch einen Namen. Der Terminus technicus heißt Graceful Degradation. Das heißt, unser Gehirn, wenn es kaputt geht, geht mit Würde kaputt. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wenn Sie Parkinson-krank werden, das ist eine Krankheit, da fängt man an zu zittern und wird steif, dann sind schon über 70% der betroffenen Nervenzellen kaputt und dann fangen sie an, was zu merken. Vorher nicht. Und wenn 85% kaputt sind, dann sind sie krank. 95% kaputt sind sie ziemlich krank, aber es gibt sie immer noch. Ja. Aber nochmal, es sind schon 70% kaputt gegangen und dann fangen sie überhaupt erst an, was zu merken. Das ist das Unglaubliche am Gehirn, dass es diese Eigenschaft des mit Würde kaputtgehens besitzt. Wie kann das sein? Hier ist eine Festplatte drin und eine CPU im Wesentlichen. Die CPU, Central Processing Unit, ist ein Chip, der rechnet. Und die Festplatte, das ist ein Ding, das speichert. Was sind hier drin? Nervenzellen. Nebenbei, Sie haben gelernt, wir haben kleine graue Zellen im Kopf. Jetzt ist das Ding gelb. Was stimmt denn da nicht? Antwort: Das Bild. Denn hier sind etwa noch 200 andere Nervenzellen. Und wenn wir die alle sehen würden, würden sie überhaupt nichts sehen. Genau deswegen muss man folgenden Trick anwenden. Man muss eine Nervenzelle mit einer winzig kleinen Spritze mit Fluoreszenzfarbstoff füllen. Das kennen Sie, Stabilo Boss Textmarker, wo die Erstsemester die ganzen Seiten immer gelb lackieren, weil sie noch nicht wissen, was wichtig und unwichtig ist. Man soll nur das Wichtige gelb machen. Und das Zeug, was da drin ist, das kann man da reinspritzen. Dann wartet man, bis sich's verteilt hat. Und dann, wenn Sie dann drauf leuchten, dann sehen Sie bloß den gelben Farbstoff und sonst nichts. Und genau so macht man solche Bilder. Weil hier nämlich ansonsten ein Gefilze und Geknäule von Nervenzellen wäre. Und dazu noch, muss man wissen, wenn man genau hinguckt, sieht man so kleine Knubbel. An jedem dieser Knubbel kommt eine Faser an. 10.000 Fasern pro Nervenzelle. Die müssen Sie sich auch noch vorstellen. Die sind auch noch da. Und dann eben sind hier nicht eine, sondern 200 mit jeweils den 10.000 Fasern. Merken Sie schon, das wäre ein Knäuel und ein Gefilze. Sie würden nichts sehen. Und ich erzähle Ihnen das nicht, damit Sie morgen anfangen, Nervenzellen zu fotografieren, sondern weil Sie jetzt wissen, wie es geht, ja, sondern damit es Ihnen klar ist. Sie haben nämlich alle schon solche Bilder gesehen, das weiß ich, die kommen in jeder Zeitschrift, sieht man mal so eine Nervenzelle. Aber dann wird oft gefragt, wie denkt denn so ein Ding? Ja, und die Antwort ist gar nicht, weil ein so ein Ding tut überhaupt nichts. Ja, aber ganz viele, da haben wir heute ziemlich gute Ideen, wie die zusammen funktionieren. Sie wissen, dass Google heute eine Maschine gebaut hat, die den weltbesten Brettspieler des Spiels Go, was viel schwieriger und komplizierter ist als Schach, geschlagen hat.
Und wenn man sich fragt, wie geht sowas, dann muss man, die Antwort lautet, man baut mithilfe der modernsten Computer Gehirne nach. Denn diese Computer, die fangen dann auch an zu lernen und die können auch mit sich selber spielen und dadurch immer besser werden. Genauso hat man das gemacht. Und so hat man es geschafft, besser zu sein als der Weltmeister. Ja. Vor 18 Jahren hat man es schon im Schach geschafft. Da hat Deep Blue den Kasparov geschlagen. Das ist schon 18 Jahre her. Ja. Und dann hat man das schwierigere Brettspiel genommen und es hat 18 Jahre gedauert. Unter uns, das sagt Ihnen auch, wie lange es dauert, bis wir mal Ärzte und Rechtsanwälte durch Computer ersetzen. Da reden die ja heute davon, das machen wir in den nächsten 3 Jahren. Unfug. Von einem Brettspiel zum anderen waren es 18 Jahre. Ja. Und Medizin ist schwieriger als ein Brettspiel und Recht auch und vieles andere auch. Schon Autofahren ist eigentlich ziemlich einfach. Und neulich wurde das Google-Auto vom Bus überfahren. Ja? Warum? Weil das Google-Auto nicht mit einem unvernünftigen Busfahrer gerechnet hat. Ja, das haben Sie sicher auch alle in der Zeitung gelesen. Ja? Die Menschen sind das Problem beim Google-Auto, das ist doch klar. Deswegen auf der Autobahn werden die bald fahren, in Form von Lastwagen, die sich aneinander hängen und automatisch fahren, das wird bald kommen. Aber in der Innenstadt, wo der Haushund und die Oma und das Kind auch noch rumrennt, das wird ein Problem. Ja. Und deswegen wird es noch sehr lange dauern. Das nur nebenbei. Zurück zu dem Ding. Wenn man mal genau hinguckt, dann sehen Sie diese Nervenfasern ankommen an so einer Nervenzelle. Und Sie sehen schon, wenn man das mal sich überlegt, da kommen 10.000 an. Ja, die haben ja gar keinen Platz da. Und genau deswegen braucht man diese vielen Tentakel. Das allein reicht nicht, weil da nicht genug Platz drauf ist. Deswegen hat dieses Neuron diese vielen Tentakel. Wenn man jetzt mal noch genauer hinguckt, dann sieht man, und das ist jetzt ein gemaltes Bild hier, ein riesen Neuron, das ist so groß wie ein Haus. Und hier ist so ein Ding und hier kommt eben so eine Faser an. Gelblich schimmernd, das muss Strom sein. Giftgrün, das muss Chemie sein. An dieser knubbelartigen Struktur wird also ein elektrischer Impuls auf chemischem Wege übertragen. Und jeder Oberschüler lernt heute, wie das funktioniert, das Schulstoff in Biologie. Ich hatte das noch nicht in der Biologie. Ich habe das erst im ersten Semester im Medizinstudium gelernt, wie es funktioniert. Und eine Frage wurde nie diskutiert und die hat mich dann schon umgetrieben. Nämlich, schauen Sie mal, eigentlich bräuchte man nur dieses Kabel. Das würde, wenn das hier durchgehen würde, würde der Impuls hier schneller durchlaufen. Man bräuchte diese ganze Biochemie nicht, die kostet Energie, das könnte man sich alles sparen. Es wäre also schneller und energieeffizienter ohne das Ding. Also habe ich damals meinen Professor im ersten Semester gefragt, sagen Sie mal, wozu eigentlich das Ding? Und die Antwort damals lautete, halt deinen Mund. Also ziemlich unfreundlich. Im Nachhinein ist mir klar, warum der so reagiert hat. Der wusste es halt auch nicht. Und er hat sich dauernd von morgens bis abends mit Synapsen beschäftigt. Und die Frage, um die es natürlich allen ging, ja wozu haben wir die? Ja, die wusste er nicht. Weil sie niemand wusste vor 35 Jahren. Und es ist die wichtigste Erkenntnis aus der Gehirnforschung. Mit Abstand, dass wir heute wissen, warum es die Dinger gibt. Und nochmal, wie viel von den Nervenzellen haben Sie im Kopf, also von diesen Dingern hier? Antwort, 100 Milliarden. Jeder hat 10.000 Verbindungen. Also von diesen Dingern hier haben Sie 10.000 mal 100 Milliarden im Kopf. Das sind 1 Million Milliarden. 10 hoch 15. Vielleicht merken Sie sich auch einfach echt viel. Weil das reicht schon, ja. Und nun also die Frage, wozu haben Sie die im Kopf? Und das war wirklich die wahnsinnigste Einsicht der Gehirnforschung. Als ich studiert habe, hieß es noch, naja, das Gehirn ist für höllisch kompliziert. Aber ansonsten passiert da oben halt leider nicht viel. Ein bisschen elektrisch geht's, aber ansonsten ist da nichts. Heute wissen wir, es alles völlig falsch. Ja. Das hier ist aus dem Jahr 1999 publiziert, in der Fachblatt Nature. Da hat eine Arbeitsgruppe zeigen können, erstmal, dass an dieser Synapse wenig los war, elektrisch lief da wenig drüber und an der viel. Und deswegen sieht die so aus und die so. Das ist also wieder fotografiert. Nochmal 10 Jahre später, 2009. Das ist ein Stückchen einer Nervenzelle. Also wir sind jetzt meinetwegen hier oder hier oder hier. Ja? Und an diesem Stückchen, wenn man da einfach 4 Tage später nochmal ein Bild von macht, dann sieht man, dass dieser Knubbel, der ist jetzt weg. Und hier ist einer, der war hier nicht.
Hier auch. Und hier auch. Also man sieht, 1, 2, 3, also hier blau ist, da ist was weg. Rot ist, da ist was hinzugekommen. Und man sieht, in 8 Tagen, 3, 5, gab es 8 Veränderungen. An einem Stückchen einer Nervenzelle vom Versuchstierchen. Irgendwo in dessen Hirn. Immer Riesenaufwand, sie müssen da Farbe reinfüllen. Was sie natürlich nicht sehen, sind die Fasern, die ankommen, weil da keine Farbe drin ist, wie in dem gelben Bild auch. Also, das ist ein irrer Aufwand. Ja. Aber man sieht, im Hirn ist echt was los, dauernd. Nebenbei merken sie was davon. Ich nehme an, nicht. Aber sie merken ja auch nicht, was ihre Leber mit dem macht, was sie gestern zu viel getrunken haben. In ihrem Körper passieren unendlich viele Sachen dauernd und sie kriegen nichts davon mit. Ja. Aber, und das ist ganz wichtig, was soll das? Und das hat man in dieser Untersuchung schön rausgefunden, denn die ging am Tag 9 erst so richtig los. Da hat man nämlich dem Tierchen genau an der Stelle, wo man da ein Fensterchen gemacht hat, also man hat was weggemacht, bis man am Hirn war, dann hat man eine Glasplatte drauf gemacht, vorher hat man noch Nervenzellen mit Farbe gefüllt, damit man so Fotos machen kann. Und dann ist das Tierchen 4 Tage rumgehopst und dann hat man wieder Bilder gemacht. Und dann nochmal 4 Tage rumgehopst und wieder Bilder gemacht. Und dann am Tag 9 hat man dem Tierchen was beigebracht, was genau da gelernt werden musste. Man kennt sich im Hirn aus, wo was passiert, wo das Fensterchen war. Was ich Ihnen also jetzt zeige, sind wieder Bilder davon, wenn das Tierchen 4 Tage gelernt hat, nämlich am Tag 2 Stunden, und dann noch einmal 4 Tage gelernt hat, das sehen Sie hier, Tag 12, nach 4 Tagen Lernen. Was sehen Sie? Rote Pfeile, das heißt neue Verbindungen. Tag 16, nochmal hier zwischen 4 Tage Lernen, was ist? Nochmal rote Pfeile und kaum blaue. Das heißt, es wird nichts weggeräumt, es kommt aber neue Verbindungen hinzu. Man konnte sogar zeigen, dass das Ausmaß des Lernens und die Anzahl neuer Pfeile, man hat nicht nur die paar hier fotografiert, man hat es im größeren Bereich gezählt, dann sieht man, das geht Hand in Hand. Was man also hier sieht, ist der Lernfortschritt, indem man einfach die Verknüpfungen, die neu geknüpften Verknüpfungen zählt. Ich habe Ihnen jetzt 2 wissenschaftliche Arbeiten ganz kurz vorgestellt. Und was Sie mir jetzt glauben müssen, es gibt nicht 2, sondern es gibt, und ich übertreibe überhaupt nicht, Zehntausende zu diesem Sachverhalt. Und ein paar Nobelpreise auch. Und die haben alle eines ganz klar gemacht, dass in unserem Gehirn beständig neu gebaut, umgebaut, abgebaut, verändert. Also da ist unglaublich viel los. Und warum? Weil das Gehirn permanent lernt. Und es ist der Job dieser 1 Million Milliarden Synapsen, sich zu ändern, wenn sie benutzt werden. Und dadurch entsteht unser Gehirn erst und wird zu dem, das es ist. Unser Gehirn ist also viel dynamischer als ein Muskel. Ein Muskel, der wird ja auch erst stark, wenn er benutzt wird. Unser Hirn auch. Schauen Sie, Sie alle oder wir alle sind mit Sprachzentren, die sitzen etwa hier und hier, auf die Welt gekommen. Die konnten aber nicht sprechen. Und dann haben Leute mit uns geredet und wir haben auch ein bisschen geblabbert und irgendwie haben wir das dann besser hingekriegt und die Leute haben noch mehr mit uns geredet und nach 5, 6 Jahren kann jeder seine Muttersprache. Und das macht das Hirn vollautomatisch, keiner büffelt Vokabeln, schon gar nicht Grammatik und trotzdem kann jeder 6-Jährige, bevor er in die Schule kommt, fehlerfrei Deutsch reden oder Chinesisch oder Englisch oder was auch immer an Sprache in der Umgebung da ist. Und dazu braucht es ganz viel Sprechen. Man konnte zeigen, dass sogar in der Intensivstation für Frühgeborene, wenn man denen die Muttersprache vorspielt, noch vor dem Zeitpunkt ihrer eigentlichen Geburt, ist bei denen die Sprachentwicklung besser. Ja, konnte man wirklich zeigen. Und man kann weiterhin zeigen, dass der Unterschied zwischen einem Unterschichtkind und einem Oberschichtkind 30 Millionen Wörter bedeutet, die das Oberschichtkind bei Schulanfang schon mehr gehört hat als das Unterschichtkind. 30 Millionen Wörter gehört haben, heißt, das Kind ist fitter sprachlich. Denn je mehr es verarbeitet hat, desto mehr ist da oben entstanden in den Sprachzentren an Verbindungen und desto fitter sind die Sprachzentren. Nochmal, das ist vor der Schule schon passiert. Ja. Und es geht nochmal automatisch. Nehmen wir laufen lernen. Kind zieht sich hoch, plumps hin, zieht sich hoch, plumps hin, zieht sich hoch, plumps hin. Wenn Sie dem Kind zugucken, was lernen Sie da? Erstens, was Frustrationstoleranz ist. Schon mal ein Kind gesehen, was nach 2 Monaten gesagt hat, also mit der Lauferei, das schmeiße ich jetzt. Ja, Sie lachen.
das ist nicht vorgesehen. Ja? Der eine ist begabter motorisch als der andere, aber jeder lernt laufen. Und warum? Weil das Kind davon gar nicht abzubringen ist. Sie müssten es schon ans Bett fesseln, ja? Damit es einfach nicht sich ausprobieren kann. Und dann wird es auch tatsächlich nicht laufen lernen. Denn wenn sie im Bett liegen und nichts tun, lernen sie nicht laufen. Sie müssen das System schon benutzen. Und dann zieht sich das Kind irgendwo hoch und schickt ein paar Impulse zu, ein paar Muskeln und guckt einfach nach, was passiert. Und meistens plumpst es hin. Und wenn es mal ein bisschen länger oben bleibt, oh, das war jetzt besser. Und dann merkt sich's, wie viel Muskeln es, wie viel es wie innerviert hat. Und so braucht es halt ein paar tausend Probierles. Und dann bleibt es mal oben und dann macht es erst richtig Spaß. Und dann ist die Herausforderung noch größer. Und dann geht es ja, innerhalb von Wochen, wenn man so, wenn es mal so weit ist und das Kind läuft. Wie lernt man laufen? Von Fall zu Fall. Ja, Sie lachen. Mein Punkt ist ein ganz einfacher. Anhand jedes einzelnen Plumpsers wird nicht gelernt, oh, gestern bin ich mein linken Stuhlbein auf die rechte Pobacke gefallen. Das könnte sich ein Kind ja auch merken, aber davon hätte es nichts. Es wird vielmehr gelernt, wie man oben bleibt. Das ist eine ganz allgemeine Fähigkeit. Ja? Und die wird gelernt, indem man bei jedem Plumpser ein bisschen nachjustiert, welche Impulse man wohin schickt. Wie lernt man sprechen? Genauso. Jeder quatscht mit einem. Und den Rest erledigt das Gehirn, indem es bei jeder einzelnen Äußerung, die nicht einzeln abspeichert, da hätten wir wieder nichts davon, denn da wäre man ein Kassettenrekorder, der könnte nur das nachplappern, was er schon mal gehört hat. Aber das ist Sprechen genau nicht. Sprechen ist mit einer begrenzten Menge an Wörtern und einer begrenzten Menge an Regeln eine unbegrenzte Menge an Sätzen sagen zu können. Das ist der Witz vom Reden können. Und genau das lernen Gehirne dadurch, dass sie eben anhand der einzelnen Fälle, genau nicht die Einzelfälle lernen, sondern das Allgemeine, was dahinter steckt. Nämlich allgemeine Wörter und allgemeine Bedeutungen und allgemeine Regeln der Benutzung der Wörter. Sprich Phonologie, Semantik und Grammatik. Das ist das, was wir beim Sprechen lernen lernen. Das hört sich alles so einfach an. Aber die Gehirnforschung hat rausgekriegt, dass es höllisch kompliziert ist und dass das, was das Hirn dabei macht, zum Komplexesten gehört, was ein Hirn so machen kann. Und die Tatsache, dass wir heute noch nicht einmal am Auto, als alleinige Autofahren beibringen können, heißt, wie kompliziert das Ganze eigentlich ist. Und was ein Kind in den ersten 6 Lebensjahren so erledigt, ohne Lehrer nebenbei. Ja. Und gerade diese Einsicht ist wichtig, denn sie zeigt, warum das erste Bild überhaupt möglich war. Erinnern Sie sich an das Gehirn? Da haben Sie es noch einmal, das ist das von vorhin. Und dass das kein Einzelfall ist, sehen Sie an dem Fall. Das ist ein Anfang 50-jähriger Lastwagenfahrer aus München. Der hat sich einmal im Scanner verirrt und hat mal ein Bild gemacht und hat den auch gleich einzeln publiziert. Weil die Doktoren sind schier vom Stuhl gefallen, denn wenn Sie dieses Bild einem Radiologen zeigen, dann sagt er Ihnen genau das Gleiche wie zu dem Bild, der Mann ist tot. Der hatte aber nichts und der hatte auch nichts. Und der Fall ist noch interessanter, der ist auch einzeln im weltbesten Medizinfachblatt publiziert und auch am ältesten, das ist von 2001 schon. Dieses Mädchen hatte im Alter von 3 eine Entzündung hier, die drohte dahin überzugreifen. Was hat man gemacht? Man hat sich zu einer irren Therapie entschlossen. Man hat dem Kind das halbe Hirn rausoperiert. Therapie, halbes Hirn weg. Ja. Und dann schreiben die Ärzte so schön, naja, wir haben das Kind dann im Alter von 7 Jahren nachuntersucht. Und wir haben erwartet, wenn das hier fehlt, ist das Kind hier halb seitengelähmt, sitzt also im Rollstuhl. Sprachzentren, motorisch, sensorisch sind auch hier. Das Kind spricht nicht, versteht nicht, ist also nicht nur körperlich schwerbehindert, sondern auch geistig schwerbehindert. Und dann kam das Kind zur Tür reingesprungen und es hat nicht mal gehinkt. Es läuft einfach völlig normal. Und dann geht der Text so schön weiter und übrigens spricht sie 2 Sprachen, nämlich Holländisch und Türkisch fließend. Ohne Sprachzentren. Was glauben Sie, was damit alles geht, ja? Wenn Sie schon 2 Sprachen ohne Sprachzentren hinkriegen, wie dieses Kind. Und an dem Beispiel lernt man auch sehr deutlich, was ich Ihnen jetzt verdeutlichen will, dass nämlich Kinder so irre Lerner sind, dass sie sogar lernen können, mit dem halben Hirn von sich selber auszukommen und das merkt kein Mensch. Das ist in dem Falle ganz deutlich. Der hier hat es, muss das, also bei dem gibt es Hinweise darauf, in diesem Fall, der wurde ja aufgearbeitet hinterher, dass er das als Kind auch schon gehabt hat. Und der muss das als Kind gehabt haben, denn wenn Sie oder ich das jetzt erleben würden, oder das jetzt, wären wir tot. Und wenn wir das jetzt erleben würden, dann wären wir ganz schlecht dran. Und es wird auch so bleiben. Wenn das aber einem 3-Jährigen passiert und mit ein bisschen Glück dabei, merken Sie ein paar Jahre später nichts mehr. Und das ist unglaublich. Ja. Und das liegt daran,
dass Gehirne in jungen Jahren so wahnsinnig lernfähig sind. Diese Kurve kommt von einem amerikanischen Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger, der vor 8 Jahren sich mal Gedanken gemacht hat im weltbesten Wissenschaftsfachblatt Science Magazine, wie ist es eigentlich um die Bildungsrendite bestellt in Abhängigkeit des Alters des zu Bildenden? Und so kommt er auf die rote Kurve. Nach dem Motto, wenn Sie in Euro oder in Dollar in Bildung investieren wollen, wann investieren Sie das Geld? Antwort, im Kindergarten. Weil da wird am allermeisten und am allerschnellsten gelernt. In der Schule geht es auch noch. Naja, und hier, nicht mehr so gut. Ja? Sie können auch sagen, das ist die Lerngeschwindigkeit von Gehirnen. Und zwar, oder Sie können sagen, das ist die, so schnell ändern sich Synapsen, wenn sie gebraucht werden. Ja? Beim Kind, ruckzuck. Wer das nebenbei nicht glaubt, muss nur mal mit einem 4-jährigen Memory spielen. Sie verlieren immer. Ja? Und nicht, weil Sie Alzheimer haben, sondern, das denkt man ja manchmal, also wenn man mit seinem kleinen Memory spielt, dann denkt man, hey, also ist es mit mir jetzt schon so schlecht bestellt? Aber das stimmt nicht. Mit dem ist es so gut bestellt. Ja? Wir sind alle da und die sind halt da. Ja? Deswegen lernen die so schnell. Und das müssen die auch, weil die wissen ja noch gar nichts. Die müssen ja noch lernen, dass das hier, dass das ein Glas ist. Das wissen die nicht. Und wie sich das anfasst und was man mit anstellen kann und wie es klingt, das müssen die alles lernen. Ja, und das tun die, indem die mit dem Ding umgehen. Deswegen, das macht Kindern auch so einen Spaß. Ja? Die gehen mit allem um. Die wollen alles begrapschen, begreifen. Ja? Und wenn man es begreifen hat, heißt eben nicht umsonst begrapschen, sondern verstehen. Weil dann hat man es eben verstanden, indem man die Sensorik, die Motorik auf die Dinge eingespielt hat. Und dann versteht man auch in Hören, wenn man mal abstrakt denkt, das beruht alles auf Sensorik und Motorik. Die müssen funktioniert haben, sonst kann abstraktes Denken da gar nicht mehr draufgesattelt werden, muss man auch wissen. Eigentlich ist die Welt sogar noch ein bisschen komplizierter, denn diese Kurve gilt, naja, so im Allgemeinen. Wenn man aber genauer hingucken würde, würde man finden, dass für das Sehen diese Kurve gilt. Und das wissen wir eigentlich auch ziemlich gut. Sie haben alle schon mal ein kleines Kind mit einer Augenklappe in der Fußgängerzone gesehen. Der Durchschnittserwachsene reagiert dann so, dass er sagt, oh Gott, armes Kind, so klein und hat schon was am Auge. Man muss aber wissen, die Augenklappe ist auf einem völlig gesunden Auge. Warum kleben Augenärzte Kindern das gesunde Auge zu? Aus folgendem Grund. Jetzt wenden wir das an, was wir gerade eben schon verstanden haben. Wenn ein Kind geboren wird und meinetwegen sieht das Auge 100% und das Auge 70%, dann ist folgendes der Fall. Unser Sehzentrum hier hinten, das kriegt dann von hier unscharfe Bilder und von hier scharfe Bilder. Was hat das Sehzentrum gern? Scharfe Bilder zum Verarbeiten. Deswegen ist die heftig verarbeitet. Die lässt es eher links liegen. Es ist sogar noch schlimmer. Die guten Bilder von hier sorgen dafür, dass die aktiv hinten unterdrückt und dann verarbeitet werden. Und wenn Sie jetzt einfach nichts machen, dann werden die Bilder von hier nicht verarbeitet. Was passiert dann? Denken Sie mal an die roten und blauen Pfeile. Die paar Verbindungen von da nach da hinten, die werden weggeräumt und neue rote Pfeile werden nicht verknüpft. Und wenn Sie nichts machen und das Kind ist 5, dann ist es auf dem Auge blind. Blind. Und das Problem ist, es bleibt blind. Weil das die Kurve ist, die anzeigt, wann unser Sehsystem wie schnell lernt. So mit 5 hört es damit auf. Deswegen können Sie auch mit 5 die Augenklappe wegmachen. Dann hat nämlich, ja warum haben Sie die überhaupt hingemacht? Nun, wenn Sie dem Kind das gesunde Auge zukleben, dann sorgen Sie dafür, dass das Sehsystem den Input vom schlechteren rechten Auge verarbeitet. Warum? Es ist sonst nichts da. Und ein unscharfes Bild ist besser als gar keins. Deswegen werden eben in der Zeit, in dem Sie das Auge zugeklebt haben, auch die unscharfen Bilder verarbeitet. Deswegen entstehen hier hinten die Verknüpfungen. Und genau deswegen erhalten Sie dieses 70% sehende Auge. Wenn Sie die Zuklebeaktionen jeden Tag ein paar Stunden nicht machen, ist das Auge mit 5 blind. Und nochmal, das Problem ist, es bleibt dann blind. Da können Sie anstellen, was Sie wollen. Da geht nichts mehr. Weil die Kurve so aussieht.
Das, wie gesagt, wissen wir schon lange. Warum es so ist, wissen wir noch nicht so lange, seit 2009, wenn man genau ist. Aber dass es so ist, wissen Augenärzte schon sehr lange, weswegen es diese Behandlungsmethodik und auch die entsprechenden Untersuchungen, beim Baby kann man ja nicht ein Auge zuhalten und mal vorlesen lassen. Sehtest ist ein bisschen schwieriger mit dem Baby, aber man kann es machen. Und man muss es auch machen, um genau das zu verhindern. Denn es ist ein Unterschied, wenn Sie erwachsen sind und sind hier blind oder sehen hier 70%. Vor allem dann, wenn Sie das verlieren, durch irgendeinen dummen Zufall. Ja. Beim Sprechen ist es so, das weiß man von gut untersuchten Fällen von Wolfskindern, die es leider gibt, dass wenn sie mit 13 noch nie gesprochen haben, lernen sie es auch nie mehr. Dann ist das rum sozusagen. Die Sehzentrum ist ganz primär, sitzt ganz weit unten in der Entwicklungsreihe, ist gleich fertig. Fängt bei der Geburt schon an zu arbeiten und sich zu entwickeln. Mit 5, 6 ist es fertig. Sprechen ist mit 13 fertig und wenn sie bis mit 13 gar nicht gesprochen haben, lernen sie nie mehr sprechen. Denken, wollen, planen, handeln. Das passiert hier vorne. Und dazu gibt es fast nichts, aber man hat so ein paar Daten, die nahelegen, dass es hier so zu Ende geht. So mit Mitte 20 irgendwann ist fertig. Die Gehirnentwicklung hier, das ist das Letzte, was sich entwickelt, auch dazu weiß man eben was, ja? Die ist so mit Mitte 20 etwa abgeschlossen. Die besten Daten, die es dazu gibt, kommen von der katholischen Kirche. Das ist kein Witz. Die weiß nämlich seit Jahrhunderten, dass sich ab 26 Missionieren nicht mehr lohnt. Haltungen, Werte, Einstellungen, Ziele, die haben sie hier. Und wenn dies halt fertig ist, dann können sie natürlich noch ein bisschen was ändern. Aber alles total umkrempeln, das können sie nimmer. Deswegen dieser Befund halt existiert. Und das passt zu dem, was wir über die Gehirnentwicklung heute wissen. Also wie Deckel auf den Topf. Ja. 1:1. Nun aber zurück. Sie werden jetzt sagen, also Herr Spitzer, warum sind wir eigentlich hier? Wir sind alle etwa da. Und Sie wollen uns doch was beibringen. Und Sie erzählen uns jetzt erst einmal, dass es gar nicht geht. Sie wissen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, aber Sie wissen nicht, dass Sie es wissen. Deswegen frage ich es mal kurz aus Ihnen heraus. Achtung, wir nehmen mal zwei 35-jährige Deutsche, also die sind jetzt hier. Ja? Der kann Deutsch und 4 Fremdsprachen. Jetzt lernen beide eine neue. Wer lernt die besser? Der oder der? Der. Hm? Nehmen wir an, der kann kein Musikinstrument, der kann schon 4. Jetzt lernen die beide ein neues Musikinstrument. Wer lernt es schneller? Der. Werkzeug. Der hat noch nie ein Werkzeug in der Hand gehabt, der hat einen ganzen Werkzeugkeller. Jetzt kommt ein neues Werkzeug auf den Markt. Wer lernt das neue Werkzeug schneller bedienen? Wieder der. Nehmen wir ein Mathematikbuch. Der hat schon 10 Mathematikbücher gelesen, der noch gar keins. Jetzt kommt ein neues Mathematikbuch. Wer hat mehr davon, wenn er es liest? Wieder der. Merken Sie was? Immer selber. Egal, wovon ich rede. Es ist immer der. Was folgt denn daraus? Schauen Sie in dem Computer hier, die Festplatte. Wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Und wenn die zu 90% voll ist, dann passt noch 10% rein. Haben Sie mal jemanden gehört, der Ihnen sagt, pass auf, ich kann 5 Sprachen, also meine Sprachzentren sind langsam voll? Danke, dass Sie lachen. Was haben Sie damit zugegeben? Dass Sie den ausgelacht hätten, wenn er Ihnen das gesagt hätte, und er hätte es auch nicht Ihnen gesagt, weil jeder weiß, das stimmt nicht. Was folgt aber daraus? Und das haben Sie sich vielleicht noch überhaupt nie klar gemacht, dass das Ding hier ein ganz eigenartiges Speichermedium ist. Das hat nämlich die Eigenschaft, hier passt umso mehr rein, je mehr schon drin ist. Und richtig schlechte Karten haben Sie, wenn Sie 20 sind, Sie ist noch nichts drin, dann passt auch nichts mehr rein. Wie lernt unser Eins eine neue Sprache? Ich kann jetzt nur schon Englisch und Deutsch, nicht mehr, aber immerhin schon 2 Sprachen. Wie würde ich eine dritte lernen? Na, dadurch, indem ich einfach das, was ich schon sprachlich drauf habe. Meine Sprachzentren, die haben schon was drauf. Und wenn ich dann jemanden höre, meinetwegen, ich höre einen Schweden mit einem anderen Schweden reden, dann, weil ich Englisch und Deutsch kann, verstehe ich ab und zu mal was. Ja? Und da kann ich anknüpfen. Und deswegen bin ich schneller, als wenn ich noch gar nichts könnte. Ist doch ganz klar. Je feiner ziseliert, müssen Sie sich vorstellen, die Verbindungen zwischen den Milliarden von Nervenzellen, und das sind dann insgesamt Hunderte von Milliarden, Zehntausende von Milliarden von Verbindungen.
je feiner die geknüpft sind durch die Vorerfahrungen, die ich mit Sprache habe, desto eher entdecken die mal was und verstehen mal was. Und desto eher lerne ich dann die nächste Sprache. Und wenn ich die drauf habe, dann lerne ich die nächste noch eher. Gibt einen, der kann 56 Sprachen. Ja, der kann ja gar nicht für jede Sprache so lange gebraucht haben wie die 6 Jahre für die Muttersprache. Da wäre er über 300. Geht nicht. Na? Also das ist ein schöner Beweis dafür, dass sie Sprachen, neue Sprachen immer schneller lernen, je mehr sie schon können. Und das ist immer und überall so. Ja. Und der Grund ist ganz einfach. Hier oben gibt es keinen Speicher und keine CPU. Hier gibt es 100 Milliarden Nervenzellen, die verarbeiten Informationen, indem elektrische Impulse zwischen denen hin und her fließen. Und dadurch ändern sich die Verbindungen zwischen ihnen. Und das ist der Speicher. Und je mehr da abgespeichert ist, desto besser läuft wiederum die Verarbeitung. Das ist vollkommen anders als das. Und daraus folgt eine Unmenge, ein paar Sachen sage ich Ihnen mal. Gehirne machen keinen Download. Gehirne verstehen was. Und wenn sie was verstehen, dann nehmen sie das, was sie schon wissen, um das, was sie noch nicht wissen, zu verstehen. Das ist auch ganz klar. Und wenn sie noch gar nichts wissen, dann haben sie ein Problem. Nun wird ja heute, ich sage mal, eine ganz, ganz klassische praktische Anwendung. Wird immer gesagt, wissen Sie, Herr Spitzer, wir brauchen doch heute gar nichts mehr lernen, weil wir können doch alles googeln. Das ist Unsinn. Wenn Sie nämlich nichts wissen, haben Sie auch keine Frage und googeln sowieso nicht. Aber nehmen wir an, Sie hätten trotzdem mal irgendwie eine Frage und jetzt googeln Sie und dann haben Sie keine Chance. Warum? Weil es wird immer behauptet, wir bräuchten nichts wissen, wir bräuchten nur eine ganz allgemeine Kompetenz, die darin besteht, googeln zu können. Das ist Unsinn. Warum ist das Unsinn? Weil Sie können dann gut googeln, wenn Sie von dem Sachverhalt, über den Sie da gerade was wissen wollen, was kapieren. Und wenn Sie null Ahnung haben, nutzt Ihnen Google null. Denn Google schmeißt Ihnen innerhalb der berühmten 0,1 Sekunden 10.000 Hits auf den Bildschirm, aber Sie haben keine Ahnung, was davon was taugt und was nicht. Und wenn Sie Ahnung haben wollen, was taugt und was nicht, müssen Sie von dem Sachverhalt was wissen. Die beste praktische Anwendung hat sogar einen Namen von dieser Erkenntnis. Wissen Sie, wie die heißt? Morbus Google. Was ist das? Das können Sie nebenbei selber googeln, das gibt es wirklich, das habe ich nicht erfunden. Was ist das? Geht jemand zum Doktor und der Doktor erzählt ihm, dass er tatsächlich eine Krankheit hat. Da ist der Mann oder die Frau völlig durch den Wind, weil das bringt dann emotional erstmal durcheinander. Der Doktor hat sowieso wenig Zeit und deswegen kam er gar nicht auf die Idee, noch den was zu fragen. Und auf dem Heimweg fällt einem alles ein, was man den Doktor gern gefragt hätte. Ist er aber nicht mehr da. Und was denkt sich dann Mann oder Frau? Ah, da schnell heim, kann ich ja mal googeln. Da googeln Sie mal Kopfweh. Da sind Sie in 0,1 Sekunden bei Hirntumor. Und dann sind Sie erst recht durch den Wind. Ja? Und gehen nächsten Tag zum nächsten Doktor und fragen den. Und das kostet dann richtig Geld und Zeit. Und Sie gehen vielleicht auch noch zum Psychiater, weil Sie Beruhigungspillen brauchen oder nicht schlafen können. Und. Es kostet wirklich mittlerweile extra Geld. Und dass das so ist und so läuft, das haben im Jahr 2009 Ingenieure von Microsoft erstmals publiziert, die sich damit beschäftigt haben. Und letztlich passiert immer dasselbe, nämlich das geballte Nichtwissen des medizinischen Laien trifft auf Informationen irgendwo draußen in der Wolke gespeichert. Und der hat dann keine Chance. Der kapiert nichts. Zum Beispiel nicht, dass die Chance, einen Hirntumor zu haben, gegeben, sie haben Kopfweh, ist 1 zu 55.000. Und die Hauptursache von Kopfweh ist entweder zu wenig Kaffee getrunken oder zu viel Kaffee getrunken. Koffeinentzug oder Koffeinvergiftung, wenn Sie so wollen, ist die häufigste Ursache von Kopfweh, mit Abstand. Ja. Das kommt aber nicht, wenn Sie es googeln. Da kommt Hirntumor. Ja. Wenn Sie Muskelzuckungen googeln, kommt ALS. Das heißt, Sie sind in 18 Monaten tot. Und wenn Sie Brustschmerz googeln, kommt Herzinfarkt. Das sind alles ganz seltene Ursachen von Muskelzuckungen oder Brustschmerz. Aber das kommt zuerst.
Und genau deswegen gibt es das, was Morbus Google heißt tatsächlich, nämlich Google macht dann eben noch kränker, als sie schon sind und hat jede Menge unguter Konsequenzen. Was ist denn da die Abhilfe? Wenn Sie im Bereich der Medizin googeln, dann ist es nicht ungeschickt, wenn Sie vorher Medizin studiert haben. Wirklich. Dann ist nämlich sofort klar, ja, das taugt was, das nicht und das nicht, dann kann ich da noch, da muss ich noch weiter gucken, da ist was interessant. Und dann finden Sie alles oder das meiste. Wo finde ich wirklich alles? In der Psychiatrie, da kenne ich mich aus. Und da finde ich auch noch jeden Rest, den ich noch nicht weiß. Und natürlich gibt es immer noch viel, was man nicht weiß. Aber da finde ich es ganz schnell. Warum? Da kenne ich mich aus. Und das ist in jedem Sachgebiet so. Der Ausspruch, den man heute oft hört, wir brauchen doch gar nichts mehr wissen, wir können doch alles googeln. Das ist dummes Zeug. Noch dümmer ist, die Digital Natives, die lagern Wissen aus und haben dann Platz für was anderes. Merken Sie, was? Das stimmt einfach nicht, weil das tut so, als wäre hier oben eine Festplatte. Nach dem Motto, wenn ich Englisch nicht gespeichert habe, habe ich Platz für Chinesisch. Das ist aber dummes Zeug, weil wenn Sie Englisch, Französisch und vielleicht Koreanisch können, dann lernen Sie Chinesisch leichter, als wenn Sie es nicht können. Ja? Also es ist einfach dummes Zeug, was Sie in jeder Zeitung heute lesen können. Ich habe vor einem halben Jahr noch was Dümmeres. Es geht wirklich immer noch dümmer. Da habe ich was gelesen, es hat mich hier umgehauen, weil der so intelligent klang. Und das ging etwa folgendes. Also ist doch klar, wir haben ja heute moderne Produktionsverhältnisse, gerade in Deutschland. Da wird just in time produziert. Auf gut Deutsch, wo die Autos gebaut werden, in Zuffenhausen oder so, bei Porsche zum Beispiel, da lagern keine Hinterachsen. Nein, die werden genau in der Minute vom LKW angeliefert, wie sie eingebaut werden. Ja, alles just in time. Was spart man sich? Die riesengroßen Lagerhaltungskosten. Ja, die Lagerhalle der deutschen Industrie nennt man heute Autobahn. Ja, da sind die LKWs drauf und die kommen und fahren da rum und sind immer genau zum Zeitpunkt, wo sie gebraucht werden, da. Und das klappt alles wunderbar, meistens. Und dann ging es weiter. Naja, und jetzt machen wir nicht nur Eisen und Autos. Nein, wir sind ja jetzt in der Wissensökonomie und wir müssen deswegen mit Wissen genauso verfahren. Ja? Wissen auf Vorrat lernen, damit man es irgendwann mal brauchen kann. So ein Quatsch, genauso dumm. Ja? Wir brauchen Knowledge on Demand. Wissen nur dann, wenn man es braucht. Und das, dafür hat man die Wolke. Da geht man hin und sucht sich dann das Wissen, was man braucht. Ja, dümmer geht's nicht. Das klingt ganz schlau. Ja? Hey, wir brauchen doch gar nicht alles wissen, wir können doch alles googeln und so. Hm? Aber überlegen Sie mal, was der meint oder was er meinen könnte. Ja, wenn Sie also Englisch nicht lernen, damit, wenn Sie mal in England sind, Sie es brauchen können, ne? Dann können Sie halt kein Englisch. Jetzt gehen Sie mal nach England. Ja, was soll das denn dann heißen, dass Sie jetzt Englisch on demand, wie soll denn das gehen? Ja? Sie haben vielleicht ein Lexikon dabei, da müssen Sie immer blättern. Ich meine, und auch wenn Sie einen Digital-Übersetzer dabei haben, ich meine, jeder weiß, was für Kraut und Rüben da rauskommt. Und wenn der dann wirklich gut tun würde in 10, 20 Jahren, mag das so sein, dann sind es ja nicht Sie, das, der da übersetzt. Nein, das ist dann das Ding. Haben Sie alles ausgelagert. Aber mit dem Problem, dass Sie das gar nicht mehr machen. Und dass das tatsächlich ein Problem ist, da komme ich gleich noch drauf. Also, stellen Sie sich mal einen Doktor vor, der schneidet den Bauch auf. Aber Sie sind da, erst mal googeln. Ja? Knowledge on demand. Also, wenn man mal anfängt, es sich praktisch vorzustellen, merkt man, was da für ein Blödsinn geredet wird. Und noch einmal, wenn man es jetzt mal nicht durch den Kakao zieht, sondern einfach mal ganz seriös überlegt, dann merkt man, das kann gar nicht stimmen. Denn Sie brauchen Wissen, um an Informationen, Wissen ist da draußen nicht, Wissen ist hier. Und Wissen, was hier ist, ist immer vernetzt und anwendungsrelevant. Wissen ist nicht, welcher hinterindische Nacktfrosch kann bei minus 4 Grad kopulieren oder irgend sowas. Damit wird man Millionär in Quizsendungen. Aber das hat mit Wissen nichts zu tun. Das sind Einzelfakten, die haben mit Wissen wirklich gar nichts zu tun. Wissen ist vernetzt, Wissen ist anwendungsrelevant und als solches völlig unverzichtbar. Da drin. Und jeder von uns hat Spezialwissen über irgendwas. Ja. Und genau deswegen ist er wertvoll für die Gemeinschaft, weil er über irgendwas sich besonders gut auskennt, was die anderen eben nicht so gut können. Und jeder hat das eins, ist ganz klar. Und so funktioniert's. Und zu sagen, wir brauchen das alles nicht, weil wir irgendwo unser Wissen herbekommen können, wenn wir es dann brauchen, ist einfach nur falsch. Faktisch falsch. Es geht nicht. Weil Menschen nochmal keinen Download machen.
Das können sie auch gerne. Die verstehen Dinge. Wie? Indem sie ein bisschen was verstehen und dadurch, dass sie ein paar Einzelheiten verstanden haben, verstehen sie plötzlich, wie da Zusammenhänge sind. Wenn sie die Zusammenhänge verstanden haben, verstehen sie aber dann dadurch die Einzelheiten wieder besser. Und dann verstehen sie, wenn sie die besser verstanden haben, wieder noch mehr Zusammenhänge. Und so geht es immer im Kreis rum. Und das Ganze nennt man seit über 150 Jahren hermeneutischer Zirkel. Und so funktioniert Verstehen. Das ist durch, das weiß man. Das kann man durch Hirnforschung sogar heute unterfüttern. Der Punkt ist, heute muss man es mal laut sagen, weil es scheinbar sonst in Vergessenheit gerät. Weil alle Leute ihnen was völlig anderes erzählen und gar nicht merken, wie dumm das ist, was sie da erzählen, weil es erstmal so schlau klingt. Ja. Das muss man wissen, weil wenn man so tut, ja, wir brauchen nichts mehr wissen, unsere Schulen, die brauchen auch kein Wissen mehr vermitteln, nur noch allgemeine Kompetenz. Wenn man danach fragt, was meinst du denn, dann kommt auch nichts mehr, das ist auch interessant. Ja. Das gibt es gar nicht. Ja. Was es gibt, ist, dass man sich irgendwo auskennt. Und dann kann man tatsächlich, wenn man sich irgendwo auskennt, auch das nehmen und sogar auf woanders hin drauf tun. Nehmen Sie den 16-jährigen Automechaniker, der sich zum ersten Mal verliebt, der hat keine Ahnung von Emotionen, aber er kennt sich aus mit Autos. Ja? Und dann läuft die Beziehung unrund oder heiß oder kühlt wieder ab. Ja? Also der nimmt seine Motormetaphorik, tut sie auf seine Emotionen und seine Beziehung und schon blickt er durch. Aber der hat eben schon eine Metaphorik, der hat schon was und kann das nehmen und dahin tun. Ja? Also irgendwas brauchen sie. Ohne was geht nicht. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Zeit, ja, unsere Kinder tatsächlich dafür sorgen, dass da Bildungsprozesse stattfinden. Heftig viel, so viel wie es geht. Überall. Ja? In allen Bereichen. Nicht schon spezialisieren auf irgendwas Quatsch. Alles Mögliche machen. Ja? Und dabei eben das ganz Allgemeine nicht vergessen. Und ich sage Ihnen mal ein paar Dinge, die ganz allgemein sind. Nämlich zum Beispiel, wie man mit anderen Menschen umgeht. Wie man mit der Welt umgeht. Wie die Welt so im Prinzip funktioniert. Da sind wir bald bei den ganz normalen Schulfächern, nämlich Mathematik oder Biologie oder Erdkunde. Das ist ja, wie die Welt funktioniert. Sozialverhalten, ganz wichtig. Das lernt man, indem man Sozialverhalten miteinander hat. Ja? Noch basaler, komme ich gleich drauf. Sein Ding durchzuziehen, was zu wollen, das lernt man auch. Wie? Komme ich gleich drauf. Kurz noch zu der Kurve. Das Resultat dessen, was ich gerade beschrieben habe, ist die gelbe Kurve. Ihr Hirn wird geboren, hier steht Gehirnbildung, das ist schon fast am Rand, man sieht es nicht mehr. Und mit Gehirnbildung meine ich, das meine ich ganz, ganz zum Anfassen, nämlich hier entstehen tatsächlich Verbindungen durch die Benutzung. Denken Sie an die roten Pfeile, die sind benutzungsabhängig im Tierchen entstanden, als es gelernt hat. Und genauso entstehen hier Verbindungen dadurch, dass ich lerne. Und nochmal, es entstehen, man kann ja überlegen, wie viel, weil wenn Sie 1 Million Milliarden Synapsen als Erwachsener haben und dann einfach mal umrechnen und wenn Sie, die entstehen vor allem in der Kindheit und Jugend, dann müssen Sie, wenn Sie mal das dann dividieren durch die Sekunden, die Sie haben, um die auszubilden, dann kommen Sie darauf, dass Sie pro Sekunde ein paar Millionen Synapsen neu bilden. Sie haben richtig gehört. Das macht Ihr Hirn. Indem es lernt, wie in extremer Weise. Und deswegen ist die Kurve hier so steil. Ja, und hier wird ihr, dadurch, dass ihr Hirn lernt, wird es immer besser in der Verarbeitung. Sie lernen sprechen und irgendwie können Sie schon gut sprechen. Dann lernen Sie über die Welt Bescheid und irgendwann sind Sie hier und Ihr Hirn tut super. Und um den Gedankengang noch kurz fertig zu machen, da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben. Was passiert denn am Ende? Es geht wieder abwärts. Da ist ja jeder. D, herab, Mens, der Geist. Deswegen nennen wir das Demenz. Im Geist geht es bergab. Was aber kaum gesagt wird, und was ich Ihnen jetzt sage, und für Sie wird es neu sein, ist Folgendes. Für jeden geistigen Abstieg gilt, was für jeden Abstieg gilt. Und das muss ich eigentlich einem Bergvolk wie den Österreichern nicht groß erklären. Für jeden Abstieg gilt nämlich, je höher Sie anfangen, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. Wenn Sie vom Matterhorn zum Meeresspiegel laufen, können Sie eine Weile abwärts laufen. Sie sind immer noch ziemlich weit oben. Ja? Wenn Sie von der Sanddüne zum Meer laufen, sind Sie gleich da. Banal, oder? Ja. Und beim geistigen Abstieg ist es genauso. Und das ist eben, was den wenigsten Menschen klar ist. Wenn Sie hier oben sind mit der Gehirnentwicklung, nicht da, sondern da,
Und dann gehen ihre Nervenzellen kaputt. Kriegen sie ihre Demenz. So mit 150. Und da sind sie halt schon vorher an was anderem gestorben. Ja, sie kriegen sie nicht. Wenn sie aber mit ihrer Hirnentwicklung da sind und sie kriegen und es geht Nervenzellen kaputt, dann merken sie alles davon. Das glauben sie mir jetzt nicht, aber es ist aber genau so. Zum Beispiel kennt man Fälle, so wie man die halben Gehirne, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, kennt man Fälle von Menschen, die waren in Kindheit und Jugend schon besonders fit. Dann waren sie als Erwachsene richtig fit und dann haben sie gearbeitet bis Mitte 80 und sind mit 101 gestorben. Und da waren sie immer noch fit, denn es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, zum Beispiel bei der 101-jährigen Ordensschwester einen Demenztest gemacht, kurz bevor sie gestorben ist, und die hatte keine Demenz. Die war fit, die konnte sich Sachen merken, auch kurzfristig, die konnte reagieren, die konnte alles, was man gemacht hat, die hatte im Test, und zwar in den gleichen Tests, die wir auch in meiner Klinik machen, um zu gucken, ist jemand dement, hatte diese Ordensschwester keine Demenz. Dann ist sie ein paar Wochen später gestorben und dann hat man ihr Gehirn untersucht und das war voller Alzheimer. Also Alzheimer ist Zellmüll, Ablagerungen, die nicht hingehören, und das Hirn war voller Zellmüll und voller Ablagerungen. Und sie hatte keine Demenz. Ja, die war eben da oben. Und dann kann viel kaputt gehen, der Rest tut immer noch ziemlich gut. Und so war es bei der. Die Alzheimer-Krankheit, wissen Sie, wie alt der jüngste Patient war, bei dem man die, als er gestorben ist, dann gefunden hat? 6 Jahre. Alzheimer können Sie mit 6 haben. Kein Witz. Das heißt, die kann ganz früh anfangen. Wann es dann abwärts geht mit ihrer Leistungsfähigkeit im Kopf, das hängt davon ab, wie leistungsfähig ihr ganzer Apparat ist. Natürlich kann es sein, dass wenn Sie Pech haben und die Krankheit fängt hier an, da können Sie so weit oben sein, wie Sie wollen, und es geht abwärts, dann sind Sie halt mit 80 an Demenz erkrankt. Das gibt es schon auch. Aber wenn Sie überlegen, dass die Krankheit da oder da oder da oder da anfängt und das Abwärtsgehen muss ja nicht so schnell gehen, das kann ja auch so schnell gehen oder so schnell, das wissen wir alles nicht, aber das gibt es alles. Dann ist vollkommen klar, dass es überhaupt nicht egal ist, ob Sie da sind oder da. Noch ein Beispiel, damit Sie sehen, wie ernst ich das meine. Hier ist ein grüner Pfeil, der geht so ein bisschen weiter nach oben und hier steht zweisprachig dran. Das heißt, es sind Menschen, die haben mal eine Fremdsprache gelernt und haben sie auch nicht vergessen und können sie zeitlebens mal einsetzen. Und wissen Sie, was man heute weiß? Die älteste Studie ist aus dem Jahr 2007, also immer noch keine 10 Jahre alt. Und es gibt mittlerweile 7 Studien, die neueste ist aus dem letzten Jahr, an Tausenden von Menschen insgesamt. Und was alle Studien dazu sagen, ist Folgendes, dass wenn Sie 2 Sprachen sprechen und dadurch einfach mehr Gehirntraining haben, zeitlebens, und Sie kriegen Demenz, kriegen Sie sie 5 Jahre später. Einfach 2 Sprachen können heißt 5 Jahre später Demenz kriegen. Und zwar egal, ob Alzheimer-Demenz oder Multi-Infarkt-Demenz oder andere Demenzformen, also egal, welche Krankheit die Nervenzellen kaputt macht, ist völlig egal. Die Auswirkung davon kriegen Sie 5 Jahre später mit und die Umwelt nebenbei auch, also das passiert einfach 5 Jahre später, wenn Ihr Hirn gebildeter ist und da reicht eine 2. Sprache für 5 Jahre später Demenz aus. Das ist das, was wir heute wissen. Nebenbei, die besten Medikamente, die wir gegen Demenz haben, bringen Ihnen 3 Monate, wenn Sie sie jahrelang nehmen, bis zu Ihrem Tod. Einfach nur eine Fremdsprache können, bringt 5 volle Jahre. Ich muss mich mal vorstellen, was das bedeutet. Das zeigt auch, wie ernst es ist mit der Gehirnbildung, die eben dann wirklich dafür sorgt, dass Ihr Hirn besser funktioniert. Wenn es abwärts geht, dann haben Sie länger den Schutz des guten Hirns. Was steht denn hier? Die Welt mit Händen begreifen. Dafür haben wir auch, ich meine, diese grünen Pfeile, die habe ich nicht hingemalt aus dem Bauch raus, sondern dazu gibt es super Studien, die das einfach belegen, dass es so ist. Ja. Und wenn Sie mir das nicht glauben, googeln Sie es bitte alles selber. Das wird Sie viel Arbeit kosten, aber Sie kriegen das alles selber gegoogelt. Ja? Musik, Sport, Theaterspielen, das sind die wichtigen Schulfächer. Warum? Weil von denen nachgewiesen ist, dass die ihnen helfen, da weiter hochzukommen. Ja? Und deswegen, ja, wo steht denn das? Da, im weltbesten Wissenschaftsfachblatt, im August 2011. Investing Early in Education. Da finden Sie die Arbeiten, auf die ich mich gerade beziehe, die eben zeigen, dass das da hochführt. Ja.
Ja, vielleicht noch, wird oft gefragt, Herr Spitzer, Sie kennen sich doch aus, ich bin jetzt schon ein bisschen älter und manchmal vergesse ich einen Namen und ich bin auch schon in den Keller gelaufen und dann wusste ich nicht, was ich da soll und bin wieder hoch und da fällt es mir ein, habe ich jetzt schon Alzheimer? Nein, haben Sie nicht. Was kann ich denn tun, wenn es nicht noch schlimmer wird? Ja, also empfehlen Sie Kreuzworträtsel oder Sudoku oder doch computergeschütztes Gehirntraining? Sage ich, vergessen Sie alles, schaffen Sie sich einen Enkel an. Ja? Grautier mit E bringt sie nicht weiter. Ja? Aber ein Enkel, der beliebig kompliziert und schwierig ist, ja, der fordert sie heraus und das ist sein Job. Und deswegen tut er ihnen auch so gut, weil er eben nicht die gleichen Fragen morgen wieder stellt, hat er neue. Ja? Und das ist genau das, was der ihnen gut tut. Nebenbei, das ist wirklich kein Witz, aktives Teilnehmen, Geben, Helfen, Teilhabe an der Gemeinschaft ist das, was sie im Alter mit Abstand am fittesten hält. Das wissen wir heute. Wirklich mit Abstand. Ja, gesunde Ernährung ist gut, Tanzen, Lieder singen, Lachen, Ehrenamt, das ist auch alles nachgewiesenermaßen gut. Ja, warum tanzen? Ja, Fußball spielen ist auch gut, aber da versucht man sich in die Haxen zu treten und das ist ungesund. Beim Tanzen versucht man das ja zu vermeiden und deswegen ist es gesünder. Und dann sehen Sie nebenbei hier alles, was nicht gut ist. Da fällt Ihnen schon auf, dass das alles mit zum Beispiel digitalen Medien zusammenhängt und darüber habe ich auch ein ganzes Buch geschrieben. Und für diese Pfeile haben wir auch ganz klare Evidenz. Das habe ich auch nicht einfach nur so hingeschrieben. Das wissen wir. Und da muss ich Ihnen jetzt sagen, wie heftig das ist. Und noch einmal, die Idee ist ganz simpel. Wenn Sie in dieser Zeit, nämlich in Kindheit und Jugend, nicht dafür sorgen, dass Sie da oben ankommen mit der Gehirnentwicklung, denken Sie an die Augenklappe. Das muss mit 5 passiert sein. Und die Gehirnentwicklung muss mit 20, 25 maximal passiert sein. Dann ist Wumm. Und dann, wenn sie gut gelaufen ist, dann haben Sie dafür gesorgt, dass dieser Mensch lebenslang weiterlernen kann. Weil ja ist er schon ganz viel und mit an dem Vielen kann er... Das kann er verwenden, um sich anderes noch drauf zu schaffen. Wenn Sie schon eine Sprache können, lernen Sie noch eine und noch eine und noch eine. Und es geht immer, immer besser. Und so ist es mit allem. Wenn Sie aber mit 20 halt noch nichts drauf haben, Sie sind da unten, dann kommen Sie auch nicht mit 30 dann plötzlich da hoch. Nee, das geht dann eben nicht mehr. Das geht da hoch. Und dann zehren Sie davon. Und Sie benutzen es und erhalten es dadurch. Ja. Und wenn Sie es richtig gut hinkriegen, sind Sie da oben. Und dann geht es natürlich auch hier bergab, aber Sie sterben vorher. Dann ist richtig gut gelaufen. Und daraus folgt eigentlich schon der ganze Rest. Denn wenn Sie mal, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Eine der Arbeitsgruppen, die das rausgefunden hat, die hat mal folgende Überlegung angestellt. Die haben gesagt, naja, Zweisprachigkeit in Amerika gibt es die fast nicht, von den paar Einwanderern abgesehen, weil die haben keine zweite Sprache in der Schule. Die lernen halt Englisch und sagen, jeder kann eh Englisch, also brauchen wir kein Französisch, Deutsch oder Chinesisch lernen. Deswegen ist der Anteil der Zweisprachigen in den USA 18%. Das heißt, derer, die nicht zweisprachig sind, 82%. Nebenbei in Europa 50%. In Skandinavien bis zu 100%, die können alle Englisch. In Südeuropa ist es schlecht, fast so wie in den USA, die können alle nichts, außer ihrer Muttersprache. Und wir sind so der Mitte, also auch bei 50%. Jetzt haben die amerikanischen Wissenschaftler einfach mal gesagt, nimm mal an, wir machen in Amerika jetzt eine Bildungsreform und fordern, in jeder Highschool sollte eine Fremdsprache unterrichtet werden. 82% von 350 Millionen Amis sind so etwa 300 Millionen Amis. Und 300 Millionen Amis, die 5 Jahre später dement werden, sind 5 Jahre mehr Produktivität und 5 Jahre weniger Pflegekosten mal 300 Millionen. Das bringt Ihnen einen dreistelligen Milliardenbetrag jährlich. Dagegen ist die Eurokrise billig. Und das ist dieser Pfeil hier, über den ich gerade geredet habe. Jetzt wissen Sie, worüber ich hier rede. Das sind Unsummen. Sie können auch sagen, unendliches Leid, was auftritt oder nicht auftritt. Und Unsummen, die wir ausgeben oder nicht ausgeben. Wenn wir diese Grafik mal richtig ernst nehmen und durchrechnen, kann man machen, da werden Sie verrückt. Ich habe wieder aufgehört, als ich angefangen habe, das mal durchzurechnen. Ja, wenn dieses kleine Pfeilchen, das ist teuer gegen die Eurokrise. Ja. Deswegen ist mir das auch so wichtig. Ja, wenn man das mal begriffen hat und dann sieht, was ist an unseren Schulen heute los. Die Schüler gehen hin und haben keine Lust, die Lehrer gehen hin und haben keine Lust und man ödet sich gegenseitig an und hat noch weniger Lust. Ja, was ist denn da falsch?
Gucken Sie mal ein kleines Kind an, das hat so einen Spaß beim Lernen. Und Lernen hat, und das ist mein Thema heute, und mit dem Vorwort bin ich endlich fertig. Lernen hat mit Spaß ganz, ganz viel zu tun. Ja? Und das ist etwas, das man mal verstanden haben muss. Und wenn man das verstanden hat, dann fragt man sich wirklich, können wir das nicht irgendwie ändern, können wir es nicht besser hinkriegen? Und natürlich können wir es besser hinkriegen. Und dazu möchte ich jetzt gleich mal kommen. Emotionen haben mit Lernen was zu tun. Ich habe vorhin gesagt, der Kleine zieht sich hoch, plumps hin, zieht sich hoch, plumps hin, tausende von Male. Oder alle schwätzen mit ihm und er lernt Millionen von Wörtern oder er lernt halt durch Millionen von Wiederholungen von Wörtern, lernt er die 10.000, 20.000 Wörter, die er irgendwann mal kann. Also Lernen hat viel mit Wiederholung zu tun, aber es gibt auch Turbo-Lernen, wenn Sie so wollen. Hand auf die heiße Herdplatte. Autsch! Wie oft machen Sie das, bis Sie es nicht mehr machen? Einmal. Da trainiert keiner Synapsen. Warum ist es so? Ganz einfach. Weil unsere Emotionen auch was mit, oder ganz viel, mit Bewertung zu tun haben. Und weil es Erlebnisse gibt, die sind besonders ungünstig, die tun weh, auf gut Deutsch. Ja? Oder Erlebnisse, die sind besonders doll. Und die wollen Sie nicht lange pauken, die wollen Sie sofort hinkriegen. Sie wollen sofort wissen, was schlecht für Sie ist. Weil wenn Sie es zum zweiten Mal nicht, wenn Sie es beim zweiten Mal immer noch nicht vermieden haben, sind Sie vielleicht schon tot. Sie wollen auch ganz schnell wissen, was gut für Sie ist, weil wenn Sie da ewig brauchen, dann ist es auch ungünstig. Und genau deswegen haben wir spezielle Systeme, die dafür sorgen, dass das so schnell geht. Das für negative Emotionen zeige ich Ihnen nur ein Bild dazu, das ist uralt, schon über 20 Jahre altes Bild. Da geht ein Mann durch den Wald und sieht was und was in seinem Kopf passiert, ist hier dargestellt, nämlich hier ist die Klapperschlange, er sieht die und hier ist das Sehsystem. Das kriegt raus, das ist eine Klapperschlange und dafür braucht es etwa 300 Millisekunden. Und dann sieht er die Klapperschlange. Gleichzeitig geht aber dieser Input auch über zu dieser Struktur her, aber nicht so deutlich, sondern unscharf und vor allem auch nur in Schwarz-Weiß. Und dieses Ding hier, das kann nicht sehen, aber er weiß, dieses Ding weiß sowas wie unklares Gewurscht links vorne. Und sobald es das weiß, schaltet es Puls an, Blut sogar an Muskeln an. Und das dauert weniger als 200 Millisekunden. Und noch bevor der weiß, was das ist, kann er rennen. Schneller als sonst. Weil das Ding schon funktioniert hat. Und dieses Ding, der Mandelkern, weil er so mandelförmig aussieht, heißt er so, macht noch was. Es verstellt auch das Denken. Denn stellen Sie sich mal vor, dieser Herr in der Situation, der lehnt sich jetzt zurück und lässt das Problem erstmal auf sich wirken. Schlechte Strategie. Ja? Deswegen sorgt Angst automatisch dafür, dass Sie an eine Sache denken, in dem Fall vielleicht wegrennen, und ansonsten gar nichts mehr. Sie wollen keine kreativen Ideen haben in dem Zustand, Sie wollen wegrennen. Ja, und das tun Sie auch. Dafür sorgt das System. Ist super gut. Ja, und Sie überlegen sich, Sie merken sich auch sofort, da gehe ich nicht mehr hin und ich passe da besser auf. So. Problem ist folgendes. Ich habe das schon gesagt. Die Angst sorgt dafür, dass Sie in dem Moment nicht kreativ sind, sondern auf eine Sache achten, nämlich ich muss hier schnell weg und das auch durchziehen, ungestört und ohne, dass Ihnen noch was anderes einfällt. Das macht ganz viel Sinn. Problem heute, wir haben nicht so viele Klapperschlangen hier in der Gegend, aber jede Menge Mathematikunterricht. Lisa, komm mal vor, die binomischen Formeln gingen gestern doch auch schon nett. So schnell kann die Lisa gar nicht an der Tafel sein, wie ihr Mandelkern schon an war. Wussten Sie, dass Angst in Mathematik, also Mathe ist das Angstfach Nummer 1, schon immer gewesen, wird es auch immer sein. Und der Grund ist ganz simpel. In Mathematik müssen Sie grundsätzlich auf was kommen. Die Antwort heißt nie 42er Lehrer. Wie bist du drauf gekommen? Ich habe es heute auswendig gelernt. Gibt es in Mathe nicht. Sie sind an der Tafel und sollen da eine Lösung. Da müssen Sie auf was kommen? Kreativ sein. Wenn Sie aber vorlaufen und wissen, gestern habe ich es schon nicht hingekriegt, dann haben Sie Angst. Und wenn Sie Angst haben, dann sind Sie definitionsgemäß nicht mehr kreativ, weil Ihr Hirn dafür sorgt, dass Sie
eins machen und an alles andere nicht mehr denken. Angst vor Mathematik korreliert nicht, da gibt es Studien zu, mit mathematischer Begabung. Sie können mathematisch begabt sein, wenn Sie mal Angst, weil Sie, wenn Sie einmal versagt haben und haben dann Angst, dann versagen Sie wieder und wenn Sie noch so gut in Mathe sind. Das ist, wenn man so will, eine Riesenverschwendung von mathematischer Begabung, ja, die wir uns leisten nebenbei, weil wir Mathematiklehrern, was ich Ihnen gerade gesagt habe, nicht beibringen. Das lernen die nicht. Es gibt nämlich auch ganz einfache Tricks. Sie spitzen die Lippen, atmen langsam ein und aus und dann können Sie richtig zugucken, wie der Puls runtergeht, wenn Sie den ableiten und auf dem Bildschirm darstellen. Das kann man wirklich sehen. Das geht ganz einfach. Weiß aber niemand. Und deswegen geht es immer schief. Ja, muss man wissen. Und dazu gibt es jede Hirnforschung, die Sie wollen heute. Wir wissen, das ist völlig aufgeklärter Sachverhalt. Ist er in der Schule angekommen? Nein. Das ist schlecht. Ja, wir leisten uns da eine gigantische Veränderung. Jetzt wissen Sie, wie es nicht geht. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie es geht. Es gibt nämlich noch ein anderes emotionales System und das ist für positive Emotionen zuständig. Das hat man vor 70 Jahren auf eine ganz verrückte Weise entdeckt. Da hat man das Hirn elektrisch erforscht mit Drähten im Kopf, wo man zum Beispiel dann drauf drückt und Stromstoß reinschickt und wenn man dann den Draht hier oben in der Motorik hat, dann zuckt es. Wenn der Draht hier steckt, zuckt es dann hier. Ja, und wenn er hier steckt, dann zuckt es dann da. Und wenn er dann weiter unten steckt, dann zuckt es am Bein. Und so hat man rausgekriegt, wo hier oben der Körper motorisch repräsentiert ist. Und bei der Maus auch und bei der Ratte auch und beim Menschen auch. Das kann man alles machen, hat man auch vor 70, 80 Jahren alles gemacht. Hat man aber gefunden, wenn man den Draht ein bisschen tiefer in die Mitte reinsteckt, passiert überhaupt nichts, wenn ich auf den Knopf drücke. Bis mal irgendeiner drauf gekommen ist, wir machen den Knopf mal in den Käfig von der Ratte. Und dann rennt die da rum und dann kommt sie irgendwann auf den Knopf. Und dann passiert Folgendes. Sie drückt den Knopf sofort wieder. Und wieder, und wieder, und wieder. Die Tierchen haben den Knopf 2000 Mal in der Stunde gedrückt. Und wenn man ihnen was zu trinken gegeben hat, haben die nichts zu tun, die haben weiter gedrückt. Essen, nichts gegessen, weiter gedrückt. Die haben den Knopf gedrückt, bis sie tot waren. 1954 wurde das publiziert von Olds und Milner. Berühmte Arbeit. Und Sie können sich vorstellen, was dann los war. Das muss ja ein irres Gefühl sein, was sich die Ratte da selber beibringt. Lieber tot, als da nicht stimuliert. Ja? Orgasmuszentrum der Ratte gefunden, was die sich alles zugelaunt haben damals auf den Kongressen. Dann wurde weiter geforscht, wenn sie den Draht drin lassen, geben dem Tier einen Suchtstoff, kommen mehr Impulse raus. Nach dem Motto, das muss vielleicht was mit Sucht zu tun haben, das Zentrum. Wenn das Tierchen sich kratzt und sie geben einen Impuls drauf, dann kratzt es sich sofort wieder. Ah, das ist das Belohnungszentrum. Wenn man es anmacht, wirkt es belohnend. Jetzt haben wir schon Lust, Sucht, Belohnungszentrum. Ja, was ist es denn? Weiter wird geforscht. Man wollte natürlich auch wissen, haben das andere Tierchen, was wollte man vor allem wissen, haben wir das auch? Ja? Und das hat ewig gedauert, bis man das rausgefunden hatte, weil man hat alles Mögliche versucht, nichts gefunden, bis dann vor knapp 20 Jahren ein Psychiater in Boston die verrückte Idee hatte, wir nehmen Kokainsüchtige auf Entzug, die zittern, die schwitzen, was wollen die im nächsten Schuss? Wir legen die in die Röhre, geben ihnen den Schuss und gucken, wo es leuchtet. Das Verrückteste an der Studie ist, sie wurde erlaubt von der Ethikkommission in Boston, wo die eher ein bisschen rigide sind in der Hinsicht. Und das ist, was rauskommt. Zeitschrift Neuron, hier unten steht es, Dynamic Mapping of Circuits Activated by Cocaine in the Human Brain. Und hier sehen Sie es, das leuchtet also auf, also wird aktiviert. Leuchten ist nur die Anzeige der Aktivierung. Das wird also aktiviert. Wenn Kokainsüchtige Kokain gespritzt bekommen. Waren die Wissenschaftler jetzt fertig? Okay, haben wir abgehakt, positive Emotionen, wir wissen, wo sie sind. Nee. Ruhm. Zwischenfrage, wer von Ihnen ist kokainsüchtig? Hand hoch. Sehen Sie, genau das war es ja. Das war ja jetzt das Problem. Denn wir alle haben das Ding im Kopf. Sie und ich. Aber das kann doch nicht unser Kokainsuchtzentrum sein. Dafür ist es nicht gebaut. Nur wenn Sie Kokain geben, machen Sie es halt an, und zwar mächtig an, und deswegen werden Sie dann auch süchtig nach Kokain, weil Sie den Zustand wieder gern haben wollen. Aber das kann es ja nicht sein, weswegen wir mit dem Ding rumlaufen. Die Frage, die sich also jetzt sofort gestellt hat, war, ja, wofür ist denn das Ding im Normalfall gut? Und das war nicht klar. Damals nicht, heute wissen wir es. Weiter wird geforscht. Wir haben da mitgemacht und zum Beispiel haben wir 2005 was gemacht. Wir haben Leute in die Röhre gelegt und haben gesagt, pass auf, ihr kriegt jetzt einen Euro. Die Kontrollbedingung war, ihr kriegt jetzt gleich 20 Cent. Und dann gucken wir nach, wo ist im Hirn los, wenn ich dem sage, du kriegst gleich einen Euro und vielleicht kriegst du gleich 20 Cent. Und dann kommt das raus. Das ist echter Fortschritt nebenbei. Was Sie eben gesehen haben, war Kokain IV und das sind 80 Cent. Ja? Ich glaube mal 8 Jahre später.
Das Interessanteste war, dafür gibt es auch Tierversuche, wenn man dem dann einen Euro geben würde, leuchtet es nicht. Und da zunächst mal denkt man, wieso denn das? Das Ding geht doch an, wenn was Tolles passiert. Und wenn der einen Euro kriegt, ist es doch noch toller, als wenn ich dem sage, er kriegt einen Euro. Also muss es doch erst recht angehen. Macht's aber nicht. Wenn man ein bisschen weiter denkt, wird die Sache vollkommen klar. Aber was passiert nämlich, wenn der da angeht? Auch das wurde mittlerweile gut rausgekriegt. Erstens passieren zwei Sachen. Der hier setzt hier endogene Opioide frei, also selbstgemachtes Opium in dem Hirn. Wenn das hier, wenn ihr Hirn selber Opium macht und dahin tut, was macht das? Spaß macht's. Zweitens wird, wenn der angeht, parallel Dopamin ausgeschüttet, und zwar auch in der Gehirnrinde. Und da macht es keinen Spaß, das Dopamin, das wird immer falsch berichtet, sondern das macht, dass wir schnell lernen. Sie drücken also aufs Gas, was Lernprozesse anbelangt. Und jetzt ist alles klar. Das ist an, wenn was gelernt wird. Jetzt ist auch klar, warum das nicht angeht, wenn ich dem den Euro gebe, wenn ich vorher ihm sage, du kriegst gleich einen Euro. Der weiß ja schon, dass er einen Euro kriegt. Und weil er das schon weiß, ist es zwar schön, einen zu kriegen, aber es gibt nichts zu lernen. Und wenn es nichts zu lernen gibt, geht es auch nicht an. Das ist nämlich gar nicht unser Lust-, Sucht- oder Belohnungszentrum. Das ist unser Lernturbo. Und deswegen geht der auch nur an, wenn es was zu lernen gibt. Es sei denn, ich mache ihn künstlich an. Ja? Der geht immer an, wenn besser als gedacht, dann geht er an. Überraschend gut, dann geht er an. Ja? Wenn Sie genau wissen, passiert, geht er nicht an. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, damit Sie das verstehen, wie das im Alltag durchschlägt. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren im Auto und plötzlich kommt Ihr Lieblingslied im Autoradio. Was machen Sie? Sie drehen lauter. Sie freuen sich. Hey, die spielen mein Lied. Haha, klasse, Sie sind gut drauf. Warum eigentlich? Sie könnten eine CD auflegen und dauernd Ihr Lieblingslied laufen lassen. Macht kein Mensch. Warum ist es so? Ja, wenn dauernd Ihr Lieblingslied läuft, ist es nicht toll. Wenn es aber überraschenderweise kommt, wo Sie gerade nicht mit gerechnet haben, wow, mein Lieblingslied läuft, und Sie freuen sich. Das meine ich, so funktioniert das Ding. Ja? Klasse, toll. Und dann geht's an. Sie werden sich vielleicht sogar erinnern, Sie erzählen Ihrer Frau, hey, eben lief mein Lieblingslied, unvor auf dem Radio. Das heißt, Sie haben sich sogar gemerkt, weil das war ja die Funktion von dem Ding. Ja. Man kann das auch zu allen möglichen Sachen missbrauchen. Ich zähle Ihnen mal noch einen netten Missbrauch. Ja, das haben die Amis rausgekriegt. Sie legen einen in die Röhre, geben dem vorher Geld und er hat zwei Knöpfe. Und dann sieht er Sachen, die kann er kaufen. Zum Beispiel eine Tafel Schokolade, wie hier. Dann kriegt er gesagt, wie viel die kostet, nämlich $7, irgendwelche hochpreisige Schokolade. Und dann hat er Choice, yes, no. Kaufe ich die, kaufe ich nicht. Dann drückt er yes oder no. Und dann kommt das Nächste, was er kaufen kann. Und das Nächste und das Nächste. Und so. 80 Mal kauft er ein. Und alles, was er im Scanner kauft, kriegt er mit daheim. Also es ist alles real. Er kauft real im Scanner ein. Jetzt können Sie die Durchgänge, wo er was kauft, vergleichen mit denen, wo er nichts kauft. Was finden Sie dann? Na, die Einkaufszentren im Kopf. Ja? Denn Sie gucken jetzt nach, wo ist im Kopf mehr los, wenn der einkauft versus wenn er nicht einkauft. Wenn Sie dem was sprechen lassen versus schweigen lassen, kriegen Sie die Sprachzentren. Ja? Und wenn er eben einkauft versus nicht einkauft, haben Sie die Einkaufszentren. Jetzt sage ich Ihnen die Einkaufszentren. Da haben Sie sie. Das hier ist der zeitliche Verlauf beim Einkaufen und beim Nicht-Einkaufen. Macht Einkaufen glücklich? Ja, für 10 Sekunden. Und dann ist wieder aus. Wie nennt man das? Den berühmten Kick, den man beim Einkaufen hat. Ja? Problem ist, Sie müssen bezahlen. Das dauert schon länger als 10 Sekunden und dann müssen Sie das Geld auch noch verdienen. Und Überstunden heißen nicht umsonst Überstunden und nicht Übersekunden. Das heißt, die dauern viel länger, bis Sie das Geld wieder haben, was Sie gerade in 10 Sekunden ausgegeben haben. Ja? Was machen Sie, weil Sie sich schlecht fühlen, weil Sie ja Überstunden machen müssen? Sie kaufen noch was und noch was und noch was. Wie nennt es der Wirtschaftswissenschaftler? Hedonische Tretmühle. Und Sie werden unterm Strich immer unglücklicher, je mehr Sie einkaufen. Wer wusste das auch schon? Vor 2500 Jahren, der Buddha, eine der wichtigsten, berühmtesten Lehren des Buddha, Leiden kommt von Leidenschaft. Und wenn Sie Leiden abschaffen wollen, müssen Sie Leidenschaft abschaffen. Deswegen will der Buddhist nichts und deswegen kauft er nichts. Und weil er nichts kauft, muss er auch keine Überstunden machen. Und ist nicht so unglücklich wie der Schwabe oder so. Ja?
Problem mit dem Buddhismus? Glücklich ist er ja deswegen auch nicht. Er ist ja nur weniger unglücklich. Was ist deswegen besser als Buddhismus? Gehirnforschung. Sie sollen jetzt nicht lachen, ich meine das alles ernst. Die ist deswegen besser, weil die herausgefunden hat, dass tief in unserem Hirn ein Stückchen Nervengewebe sitzt. Da ist Lernen und Glück ganz nah beieinander. Ja? Das ist das, was uns glücklich macht. Ja? Und gleichzeitig ist es das, was uns lernen lässt, alles, was gut für uns ist. Und, muss man auch noch dazu sagen, wenn das dann gelernt ist und wir rufen es ab, dann rufen wir den positiven emotionalen Zustand mit ab und der uns erlaubt uns sogar, das Gelernte kreativ einzusetzen. Problem, Sie könnten ja sagen, auch mit dem Mandelkern kann man auch gut lernen, oder lerne ich halt doch Englisch mit dem Rohrstock und dann klappt das auch. Ja, könnte gehen, aber Problem ist, wenn Sie es abrufen und Sie haben es mit Angst gelernt, was rufen Sie mit ab? Das hat man mittlerweile auch gezeigt, wir waren das andere auch. Sie rufen die Angst mit ab. Was sind Sie nimmer? Kreativ. Wenn Sie also heute mit Angst unterrichten, haben Sie schon dafür gesorgt, dass es in 20 Jahren, wenn es tatsächlich hängen bleibt und abgerufen wird, zum kreativen Problemlösen nichts taugt. Deswegen wollen wir nicht mit Angst unterrichten, weil dann haben wir es schon falsch gemacht. Deswegen wollen wir mit dem System unterrichten. Hey, Spaß, interessant, toll. Das funktioniert sogar. Es gibt eine schöne Arbeit, 2009. Ich bin nicht mal gleich fertig, aber ich will Ihnen das nur die Anwendung zeigen. Die Arbeit hat den Wahnsinnstitel Der Docht in der Kerze des Lernens. Sie kennen alle den Spruch, Lernen ist kein Fass fühlen, sondern ein Feuer anzünden. Ja? Und jetzt reden die über den Docht. Ohne Docht brennt es ja nicht. Ja? Also was ist denn der Docht, der da brennt, wenn gelernt wird? Was hat man gemacht? Sehr cleveres Experiment. Stellen Sie sich vor, Sie liegen in der Röhre und dann werden Ihnen Fragen gestellt. Zum Beispiel, welches Musikinstrument wurde erfunden, um so zu klingen wie die menschliche Stimme? Und dann kommt die nächste Frage. Weißt du's? Wenn Sie sagen ja, geht sofort weiter zur nächsten, ja, weil Sie wissen es ja schon. Wenn Sie sagen nein, dann kommt die nächste Frage. Interessiert dich das? Von 0 gar nicht bis 5, ich will es wissen. Dann drückt er eine Taste von 0 bis 5, um anzugeben, ob es ihn interessiert. Und dann kommt die Antwort. In dem Fall die Antwort heißt Geige. Und dann kommt die kurze Pause und dann kommt die nächste Frage. Und dann geht es wieder so. Weißt du es? Ja, nein. Interessiert es dich? Wie stark? Und dann kommt die Antwort. Und es geht eine ganze Weile. Und der Scanner rattert und misst Hirnaktivität. 2 Wochen später holen sie alle nochmal und fragen alle jetzt die Fragen, die sie vor 2 Wochen nicht gewusst haben, ab. Was haben die jetzt? Was wissen die noch? Was werden sie finden? Je mehr die wissen wollten, wie die Antwort lautete, desto eher wissen sie die Antwort noch. Und jetzt können sie noch was machen. Jetzt können sie gucken, sie haben ja die Hirnaktivität bei jedem Fragedurchgang. Und sie können jetzt gucken, gibt es irgendwo ein Stückchen Hirn, dessen Aktivität ihnen vorhersagt, ob der die Antwort weiß oder nicht. Also war was aktiv, wenn der die Antwort hinterher wusste, war das zu dem Zeitpunkt, als er die Antwort gehört hat, aktiv? Und die Antwort ist ja. Das Ding. Sie haben es schon wieder. Das ist genau das, was ich Ihnen jetzt gleich erzählt habe. Und wenn Sie dann den Zeitverlauf angucken, lange Rede, ganz kurz, das Ding ist folgendes. Wenn Sie es wissen wollen, geht das Ding an. Nach dem Motto, Sie glühen Ihren Lernturbo schon mal vor. Und wenn dann die Antwort kommt, ist die im Hirn. Die wird dann richtig aufgesogen, schnell verarbeitet, weil das ja das System sorgt für schnelles Lernen. Das ist schon voraktiviert. Ja? Wenn Sie es wissen wollen und dann kommt, zack, ist drin und wird behalten. Ja? So funktioniert Neugierde. Das ist der Mechanismus von Neugierde. Ja? Jetzt kann man das nutzen. Ja? Sagen wir mal eine ganz, ganz nette Anwendung, Science Paper 2006. Da lässt man Mädchen, es waren 130 Mädchen, die mussten denen gesagt, wir machen 2 Tests mit euch, wir fangen mit dem Deutschtest an. Und die bekamen dann was zu lesen, einen Text. Und der Text, der sagte, Mädchen, die sind genauso gut wie Jungs in Mathe. Oder zum Beispiel so ein Text wie, Mathematik sitzt da auf dem Y-Chromosom, Mädchen haben das nicht, dann sind die halt schlecht in Mathe. Und dann gab es noch 2 Texte, die waren so ähnlich.
Hier sind die Texte. Und dann hat man so, jetzt haben wir einen Deutschtest gemacht, jetzt machen wir einen Mathe-Test. Und jetzt gucken wir uns die Mathe-Testergebnisse an, in Abhängigkeit davon, was die vorneweg an Deutschtest gemacht haben. Ja? Und da kommt das raus. Wenn die gelernt haben, G steht für Genetik, dass Mathe auf dem Y-Chromosom sitzt, was sie nicht haben, dann sind die Mathe-Tests schlecht. Und wenn die gelernt haben, keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, sind die in Mathe gut. Das war eine andere Bedingung, die etwa so ging wie keine Unterschiede, und das war eine andere Bedingung, die etwa so ging wie Gene. Was machen Wissenschaftler, wenn die sowas Verrücktes finden? Sie machen es nochmal. Selbe kommt raus. Ja. Und das ist 15 Punkte im Mathe-Test und das ist 5 Punkte im Mathe-Test. Das ist irre. Davon abhängig, ob das Mädchen denkt, ich bin gut in Mathe oder ich bin schlecht in Mathe. Nebenbei, das wurde publiziert 2006. Und dann hat sich das umgesprochen in den USA. Und 2009, im gleichen Fachblatt, wurde publiziert, dass im Jahr 2009 zum ersten Mal in den USA Mädchen genauso gut in den Mathe-Tests waren, die man nationalweit macht, wie Jungs. Weil wenn sich das unter Mathematiklehrern rumspricht, ich kann mir noch an meinen Mathelehrer gut erinnern, ah, bist ja ein Mädel, ah, du kannst das eh nicht. Das war so, ja. Und es gibt immer noch viele Leute, die sagen, Mädchen und Mathe, das verträgt sich nicht. Das stimmt einfach nicht. Wir wissen, es gibt große Untersuchungen, das stimmt nicht. Aber wenn man Mädchen einredet, sie können keine Mathe, dann können sie kein Mathe. Die Frage, die uns jetzt noch umtreibt, ist, geht das auch andersrum? Also wenn man jemanden schlecht reden kann, kann man ihn auch gut reden. Science Magazine, 2009. Super Studie. Was hat man gemacht? Man hat in der 8. Klasse hunderte von 8-Klässlern gesagt, passt mal auf, hier habt ihr eine Liste. Sucht euch das raus, was ihr für euch gut findet. Und schreibt mal drüber, warum ihr das gut findet und was ihr demnächst machen wollt, um da weiterzukommen, was ihr ganz genau vorhabt und was ihr dann so erreichen werdet. Und Wissenschaft geht nur mit Kontrollgruppe. Es gab auch eine Kontrollgruppe. Wie war die? Sucht euch einen Klassenkameraden raus und überlegt, was der wohl gern macht. Jimmy ist musikalisch, der wird vielleicht Gitarre spielen wollen. Also überlege ich mir, dass der, wo steht denn Musikalität, irgendwo steht es hier, ne? Künstlerisch zum Beispiel, ja. Also man konnte sich irgendwas raussuchen. Ja. Und dann schreibt er über den. Wonach wird geguckt? Schulnoten. Das sind die, die über sich geschrieben haben, und das sind die, über die jemand anders geschrieben haben. Und das sind die Schulnoten nach ein paar Monaten. Das haben die nämlich am Anfang von der 8 gemacht und dann gab es Zwischenzeugnisse. Das waren die Zwischenzeugnisse. Sie sehen, die über sich geschrieben haben, was sie tun wollen. Ja? Die sind eine Viertelnote besser als die anderen. Nach einem Jahr sind die immer noch eine Viertelnote besser und nach 2 Jahren sind die eine Halbnote besser. Das ist ein Schultyp. Einfach nur dadurch, dass man sie mal 20 Minuten gefragt hat, hey, was wollten ihr? Und dann hat man eben bei alle 2-3 Monate sich nochmal daran erinnert, hey, wisst ihr noch, was da mal war? Also nur so. Das ist ein minimaler Aufwand und nebenbei in der Gruppe nach 2 Jahren haben sie den Anteil der Sitzenbleiber von 18% hier auf 6% hier gesenkt. Das muss man sich mal vorstellen. Entschuldigung, von 18% hier, waren die Schlechten, die hatten 18%, die hatten 6%, die Guten. Eine 20-Minuten-Intervention, mit der sie die Anzahl der Sitzenbleiber auf 1/3 runterkriegen. Was machen Wissenschaftler, wenn sie was Verrücktes finden? Sie machen es nochmal. Hat man gemacht. Mit einem Unterschied. Schlau sein und gute Noten haben, hat man jetzt aus der Liste rausgestrichen. Alles andere war identisch. Ergebnis? Dasselbe. Es kommt überhaupt nicht drauf an, dass sie schlau sein und gute Noten haben wollen. Es kommt drauf an, dass sie irgendwas wollen. Und wenn sie dann das wollen und dann das probieren, und sich Mühe geben, dann lernen sie, sich Mühe zu geben. Und wenn sie das können, dann können sie es halt auch in der Schule. Und dann werden sie auch in der Schule besser. Und das ist ja das Verrückte. Ich habe am Anfang gesagt, wie lernt man wollen? Ich mache es nochmal ganz kurz klar. Das sind deswegen die wichtigen Schulfächer hier. Warum? Wollen lernt man genauso wie laufen und sprechen. Nämlich durch viele, viele, viele einzelne Willensakte. Was ist denn so ein Willensakt? Da stellen wir uns immer was ganz Kompliziertes vor. Es ist total simpel. Ich singe jetzt Hänschen klein. Da müssen Sie erstmal das Lied im Kopf haben, dann müssen Sie die Idee haben, ich mache das jetzt, und dann ziehen Sie das durch. Und zwar, Sie fangen an, geordnet, bis Sie aufhören. Und dann, wenn Sie aufgehört haben, sind Sie stolz, ich habe ein Lied gesungen.
Sie können sich auch überlegen, da oben auf dem Baum sehe ich weiter. Und dann klettern Sie hoch. Und dann haben Sie vorneweg schon die Idee, wie ist es da oben? Und dann machen Sie eine Handlung, indem Sie die Zukunft sich ausdenken und sie dann ausführen. Und wenn Sie oben sind, sind Sie stolz auf sich selber. Hey, ich habe es geschafft, ich bin hier oben und jetzt gucke ich weit. Und Sie freuen sich. Ihr Glückssystem geht an. Sie sehen was. Hey, ich habe es hingekriegt. Jedes Mal geht Ihr Glückssystem an. Und was haben Sie jedes Mal gelernt? Nicht nur auf den Baum klettern, nicht nur singen oder ein Bild malen. Dann müssen Sie das Bild hier haben, dann malen Sie, dann plötzlich sind Sie fertig und dann sind Sie ganz begeistert. Hey, ich habe ein Bild gemalt. Fußball spielen, noch viel besser. Warum? Weil damit muss man sich noch verabreden mit dem anderen. Man muss gemeinsam anfangen, gemeinsam aufhören. Man muss sich an Regeln halten. Hey, das ist alles Frontalhirnfunktion. Was entwickelt sich in der Zeit das Frontalhirn? Und was machen Sie in dieser Zeit? Dauernd, Sie trainieren das mit lauter so kleinen Willensakten. Was ist das? Das ist zum Beispiel auch noch Theater, Pretense Play. Wir spielen jetzt Kaufladen, wir spielen Mutter und Vater, wir spielen Lehrer und Schüler. Kinder spielen dauernd, wir täten jetzt, täten das und das und das. Das heißt auf Englisch Pretense Play und man kann sagen Theater spielen, es muss gar nicht Shakespeare sein. Wenn Sie als Jugendlicher Shakespeare drauf haben, haben Sie auch alle Affekte drauf, dann wissen Sie, wie Eifersucht, Liebe und unerfüllte Liebe geht. Und dann haut sie es nicht um, wenn es bei Ihren Beziehungen mal schief geht. Ja? Ich bin Psychiater, wissen Sie, was bei mir schon vor 5 Jahren das totale Novum war, eine Suiziddrohung per SMS. Ich habe, huch, was heißt das? Ja, der hat per SMS gedroht seiner Freundin, ich bringe mich jetzt um. Dann wird das Handy getrackt und dann kommt er zu uns. Das geht alles nach Standard mittlerweile und passiert fast jeden Tag. Und es ist sehr traurig, dass 18-Jährige bloß einen 3-Wort-Satz schreiben können, wenn es ihnen gerade mal schlecht geht und die Freundin verlassen hat. Früher hat man mit seinem guten Freund mal eine Nacht geredet, da war es auch gut. Heute kostet es eben schnell 1.000 €. Es geht digital und ganz schnell, aber es ist ein 3-Wort-Satz. Mehr kriegen die mit emotionalen Verwirrungen nicht mehr hin. Das ist kein Fortschritt. Vielleicht ein technischer, aber kein menschlicher. Naja, jetzt haben wir es eigentlich. Wie werden wir was wollen? Sein Ding machen, indem er sein Ding macht. Und zwar tausende von Mal und dann können sie es. Ein Personaler eines der größten deutschen Unternehmen sagte mir vor kurzer Zeit, Herr Spitzer, dass unsere 16-jährigen Lehrlinge nicht mehr hochrechnen und nicht mehr Prozent rechnen können. Das ist nicht so schlimm. Das können wir ihnen ja beibringen. Wissen Sie, was schlimm ist? Die wollen nichts mehr. Und das kann man ihnen nicht mehr beibringen, wenn sie 16 sind. Und das ist ein Problem. Und wenn Sie, was mich riesig freut, letzte Folie, dass es eine Gruppe gibt, die hat es verstanden. Und das kann ich Ihnen sogar beweisen. Die 16-Jährigen selber. Das Jugendwort des Jahres in Deutschland 2015, im November kam die Nachricht, heißt Zmombi. Smartphone-induzierter Zombie. Seelenloser, willenloser Mensch durch das Smartphone. Wenn Sie Ihre Kreditkarte verlieren, da dauert es, das wissen die Banken, im Durchschnitt einen Tag, bis Sie anrufen, ich habe sie verloren. Wer sein Smartphone verliert, ruft nach 7 Minuten an, er hat es verloren. Weil so lange dauert es, bis er es weiß. Es gibt verschiedene Studien, eine von Nokia, man guckt 157 Mal am Tag drauf. Deutschland hat gefunden, über 300 Mal, je nachdem, wen Sie angucken. Das heißt, Sie kommen ja gerne zum Hänschen klein singen und das fertig machen, weil Ihr Ding gerade klingelt und WhatsApp sagt, dass Ihr Nachbar gerade wieder ein Gummibärchen gegessen hat oder irgendwas anderes, völlig Triviales. Ja? Vom Bäume klettern, Fußball spielen, ganz abgesehen, dass, also sein Ding machen, eine Handlung durchziehen, ungestört. Und zwar nicht, weil mir das Ding sagt, mach das jetzt, sondern weil ich selber drauf gekommen bin. Willensakt heißt ja, selber, nicht reagiert auf das Ding, sondern selber gemacht. Ja, deswegen macht das Ding Willensbildung kaputt. Und wenn Sie Willen nicht gelernt haben bis 20, dann war es das eben auch. Dann haben Sie keinen. Nochmal, die Jugendlichen haben es begriffen. Die haben so ein Wort dafür. Ja. Das macht mich optimistisch. Wirklich. Weil ich glaube, das spricht sich rum. Und ich denke mir, es ist ein paar Schlusssätze, erlauben Sie mir noch. Ich denke mir, es ist wichtig, dass wir uns klar machen, es sind ja wir, die die Umwelt, auch die Lernumwelt der jungen Leute gestalten. Nicht die Jungen wollen ihr Smartphone. Wir reden ihnen ein, sie brauchen eins und dann wollen sie eins. Die Werbung, die wir zulassen. Apple, Google, Microsoft, Amazon. Wer ist es noch? Facebook. Das sind zusammen, die haben zusammen einen Marktwert von 2.500 Milliarden Euro.
Und die versorgen uns täglich mit Zeitungsartikeln, wie toll das alles ist. Über Risiken und Nebenwirkungen redet da keiner. Da habe ich jetzt schon das dritte Buch darüber geschrieben. Und es ist halt nun mal so, dass es die alle gibt. Und die sind alle gut publiziert und die Wissenschaft hat das deutlich klar gemacht. Aber sämtliche 16 Kultusministerien in Deutschland sagen noch, wir brauchen noch mehr digitale Medien an den Schulen, obwohl wir wissen, dass die das Lernen da stören. Das wissen wir wirklich. Das sage nicht nur ich, das können Sie auch selber googeln, steht auch in meinen Büchern drin. Das ist durch, wir wissen das. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht zulassen, dass die reichsten amerikanischen Firmen noch reicher werden, wenn sie die Köpfe unserer Jugendlichen vermüllen. Ich meine, Sie haben ja wenigstens noch die Berge und wir haben nicht einmal Berge, wir haben ja bloß den Grips der nächsten Generation, um unsere Wirtschaft, unsere Zukunft zu sichern. Nicht einmal Touristen, wir haben gar nichts außer dem Grips der nächsten Generation. Und den dürfen wir nicht von irgendwelchen Profitinteressen kaputt machen lassen. Das darf nicht sein. Wir sind dafür verantwortlich, wir müssen die Verantwortung auch übernehmen. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Spitzer, für den interessanten und auch sehr unterhaltsamen Vortrag. Und wenn Sie mehr wissen wollen, unsere ortsansässige Buchhandlung hat hinten einen Bücherstand. Da können Sie Bücher kaufen, um es zu Hause nachzulesen. Und es gibt auch die Möglichkeit, glaube ich, dass die Bücher signiert werden. Sie haben jetzt gerade angesprochen, die Wirkungen vom Handy. Es ist irgendwie schwer, sich vorzustellen, ohne Handy zu sein. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das anders zu dosieren oder besser zu dosieren? Oder was kann man da machen? Also wenn man erstmal weiß, wie gesundheitsschädlich Handys sind, gerade das Smartphone, dann guckt man das plötzlich ganz anders an. Sie müssen wissen, die Dinger machen kurzsichtig, die Dinger machen einen hohen Blutdruck, die Dinger machen eine prädiabetische Stoffwechsellage, sie machen, dass sie die Nacht weniger schlafen, deswegen sind sie am anderen Tag mehr müde. Das ist nur ein bisschen was. Sie machen depressiver. Gerade wenn Sie öfters in Facebook sind, sind Sie hinterher unzufriedener mit Ihrer sozialen Situation. Das ist auch nachgewiesen. Die machen dement langfristig. Ja. Dann gibt es da Apps, da finden Sie ganz schnell einen Sexpartner. Deswegen gehen Geschlechtskrankheiten seit Jahren wieder rauf. Alle, die wir so haben. Aufgrund dieser Apps, das ist nachgewiesen. Das sage nicht bloß ich, das kann man nachlesen woanders. Also wir haben... Das Ding ist der größte Rotlichtbezirk, der größte kriminelle Tummelplatz und der größte Tummelplatz für Abzocker jeglicher Art. Schicken Sie Ihre 13-Jährige auf die Reeperbahn, damit sie mal sieht, wie die Welt funktioniert? Nein. Aber Sie geben Ihnen ein Smartphone, damit Sie sehen, wie die Welt funktioniert? Falsch. Also Smartphones machen, die Südkoreaner, ein paar Fakten, die sind weiter in ihrer digitalen Infrastruktur als wir. Das weiß man ja. Da kommen ja auch die meisten Smartphones her. Wissen Sie, dass die mittlerweile über 30% Smartphone-Süchtige haben im Alter von 10 bis 19? Und das sind nicht Daten von mir, das sind Daten vom südkoreanischen Wissenschaftsministerium für 2016. Seitdem die das messen, im Jahr 2011, ging die Zahl hoch. Das waren am Anfang 10%, jetzt sind sie bei über 30%. Wir in Deutschland sind nach den neuesten Zahlen vom Oktober 2015 bei 8%. Wir waren immer bei 1-2%. Wir holen also auf. Was machen die Südkoreaner? Die sind nicht dumm. Die haben mittlerweile... Und zwar, das war im Mai 2015 eine Gesetzgebung gemacht, die, wenn Sie ein Smartphone kaufen als unter 19-Jähriger, da muss eine Software drauf, die den Zugang zu den schlimmsten Webseiten unterbricht. Zweitens, die misst, wie oft Sie am Smartphone sind. Und wenn Sie über eine voreingestellte Zeit mit dem Smartphone verbringen, kriegen Ihre Eltern einen Brief, kümmert euch besser um euer Kind. Automatisch. Das ist Gesetz in Korea. Und noch was machen die? Die schalten die Spieleserver um Mitternacht ab. Hierzulande ruft einer nachts um 2:30 an, hey, mach mit, wir verlieren gerade bei World of Warcraft. Und dann spielt ihr Sohn 2 Stunden von nachts um 2:30 bis morgens um 4:30. Das wissen sie bloß nicht. Dann ist er aber noch müder als sonst und ist deswegen noch schlechter an der Schule. In Korea passiert es nicht mehr, weil der Staat kapiert hat, unsere Jugendlichen gehen drauf dabei. Wir haben es noch nicht kapiert. In Deutschland sind alle 16 Kultusministerien noch total für Medien und noch mehr und am besten schon im Kindergarten. Dabei schadet es da unendlich. Smartphones machen süchtig und beeinträchtigen die Gehirnentwicklung. Alkohol auch. Machen wir also Alkoholkompetenztraining in Kindergarten und Grundschule? Nein. Schnäpsle am Tag? Soll sich schon mal dran gewöhnen?
Ja, mit dieser Begründung, mit dieser Begründung. Das wissen Sie vielleicht nicht, aber in Österreich gibt es eine Broschüre Safer Internet im Kindergarten. Das sollen alle Erzieherinnen im Kindergarten machen, Internetkunde. Und da gibt es eine Seite, da steht dann drauf, Doppelpunkt-P, das ist ein Kürzel für die Zunge rausstrecken. Das sollen Kinder im Kindergartenalter lernen. Das ist österreichische Politik. Das ist kein Witz. Ja. Insofern, es ist ernst und wir müssen auch die Bedrohung, die da wirklich passiert, ernst nehmen. Und wir dürfen da nicht sagen, naja, das ist ein bisschen, wurschteln wir uns durch. Nichts durchwurschteln. Das geht ab auf dem Rücken der Kinder. Und noch was. Wenn Sie wissen wollen, ob Dreijährige Bonbons essen sollen, fragen Sie Experten für Dreijährige oder Experten für Bonbons. Ich gehe davon aus, Sie fragen Experten für Dreijährige. Was machen die Regierungen von Deutschland und Österreich, wenn Sie wissen wollen, ob Kinder in den Schulen Medien haben sollen? Sie fragen Experten für Medien, nicht Experten für Kinder. Das können Sie, wenn Sie die Enquete-Kommission Bundestag googeln, stehen die Liste der Experten, das sind alles Medienexperten, keine Kinderexperten. Und in Österreich ist es genauso. Das ist schon schlimm. Tun Sie was, damit sich's ändert. Wirklich. Und tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie denen, die heute nicht da waren. Denn nur dann tut sich auch wirklich was. Ich bin die nächsten Fragen beantworte ich nur mit Ja und Nein. Ich verspreche es Ihnen. Nein. Da waren noch Hände oben. Hier vorne und wo noch? Hier. Okay. Zwei Fragen beschäftigen mich, Herr Dr. Spitzer, ich habe Sie ja schon öfter gehört und eine Frage ist, wie sehr schätzen Sie Ihre Einflussmöglichkeit jetzt in diesem großen Feldbacher Publikum ein, dass sich etwas verändern wird? Meine zweite Frage ist eher keine Frage, sondern eine Feststellung. Ich fahre seit 40 Jahren mit Kindern auf Sportwochen. Ich musste die Sportwochen auf 4 Tage kürzen. Und ein wesentlicher Grund ist, wenn Kinder nicht ständige Hände dabei haben, lassen es die Eltern nicht mitfahren, weil sie nicht wissen, wie es dem Kleinen gerade jetzt eben in dieser Situation geht. Das ist auch, kann ich nachweisen. Und Eltern sind vollkommen fertig, wenn wir als Maßnahme das Handy einen Tag einmal nicht weitergeben. Danke. Zum Zweiten, es ist ganz wichtig, dass Eltern verstehen, dass sie sich da falsch verhalten. Der Terminus technicus dafür ist ja Helikoptereltern, die ständig über den Kindern schweben. Und das tut den Kindern nachweislich nicht gut. Wie sollen Kinder entwickeln, ihr eigenes Ding zu machen, wenn dauernd die Mutter oder der Vater daneben steht und es sagt, was sie machen sollen? Es ist für die Willensbildung miserabel schlecht, als Eltern immer daneben zu stehen. Das müssen Eltern aushalten. Eltern haben manchmal Mühe, loszulassen. Ich bin doch die beste Freundin meiner Tochter. Nein, muss man allen Müttern sagen, das sind sie nicht. Und wenn sie es sind, machen sie was falsch. Ja? Denn es ist der Job von Eltern zu sagen, du machst das nicht. Und ich bin Psychiater, was schlimmstenfalls passiert, wenn es falsch läuft, das weiß ich gut. Damit habe ich dann jeden Tag zu tun. Ja. Es heißt ja dann oft, naja, ich kann doch meinem Kind kein Handy geben, weil alle anderen haben ja auch ein Handy. Dazu ist Mehrfaches zu sagen. Erstens, wenn alle Blödsinn machen, muss ich nicht auch Blödsinn machen. Und mein Kind auch nicht. Und es gibt an jeder Schule ein paar, die haben keins und mit denen kann sich mein Kind zusammentun. Das ist so. Zweitens, wenn die Schulen von sich aus nicht draufkommen zu sagen, wir erlauben an unserer Schule keine Handys, was nebenbei Schulen machen können. Und wenn sie es machen, dazu gibt es Studien, werden die Kinder besser. Die Kinder werden wirklich besser, wenn sie das Handy verbieten. Das ist in einer großen englischen Studie an 130.000 Schülern nachgewiesen, wo 90 Schulen Handyverbot untersucht wurde, was dann passiert. Es passiert immer das Gleiche, die Kinder wurden besser. Und vor allem wurden die schlechten Kinder besser, denn bei den schwachen Schülern schlägt das Handy besonders stark zu. Bei den 20% besten Schülern hat es keinen Effekt. Bei den 20% schwächsten hat es den größten negativen Effekt. Das wissen wir alles. Und wenn die Schulen das nicht machen, können die Eltern, ich weiß das, weil mir Eltern Mails geschrieben haben, es selber machen. Nämlich, sie können einen Zettel aussetzen. Wir Eltern haben uns getroffen und haben beschlossen, dass wir allen unseren Schülern kein Handy in die Schule mitgeben. Dann entfällt das Argument, die anderen haben es dabei, ich muss es auch mitnehmen. Weil keiner hat es dann dabei. Und bei keinem stört's. Das müssen bloß die Eltern hinkriegen. Aber das können sie. Die können sich zusammensetzen und können das machen. Ich kenne Schulen, wo es passiert ist. Und alle sind happy, dass es so ist. Zum Handyverzicht, zum Beispiel bei Sporttagen oder so. Wir betreuen gerade wissenschaftlich eine Schule in Bayern, wo 300 Schüler freiwillig einen Monat auf sämtliche digitalen Medien verzichten.
Und zwar erst die einen und dann die anderen versetzt und dann wird gewechselt und dann machen die denn und nicht, dass wir Kontroll, also wir machen das wissenschaftlich mit Kontrollgruppendesign und. Wir erforschen das gerade, ich kann noch nicht sagen, was rauskommt. Die haben es aber letztes Jahr auch schon mal hingekriegt und dann haben sie gesagt, wir hätten gern, dass es erforscht wird, was da passiert. Denn wir haben gesehen, den Kindern geht es viel besser ohne Handy. Und das Schöne ist, wenn eine Schule sagt, wir machen jetzt mal als Selbsterfahrung 4 Wochen Handyverzicht, natürlich auf freiwilliger Basis. Aber dann entsteht oft in der Klasse sowas, oh, das kriegen wir auch hin. Und dann machen das plötzlich alle und dann sehen plötzlich alle, wie gut es ihnen geht. Und wenn sie mal auf Facebook verzichten für 4 Wochen, haben sie mehr Sozialkontakte. Und die sind auch befriedigender. Dazu gibt es eine Menge Studien. Das Facebook macht unzufrieden, wenn sie es weglassen, werden sie zufriedener. Mit ihren Sozialkontakten. Nachgewiesenermaßen, das wissen wir schon. Ja. Und das kann man in der Schule gut machen, weil das Argument, alle haben es, ist weg. Wenn alle gleichzeitig verzichten, ist man immer ausgegrenzt. Dann müssen alle wieder miteinander reden. Deswegen ist so eine Medienerfahrung, das kann man als Medien-Selbsterfahrungsprojekt laufen lassen, 4 Wochen Medienverzicht, meine Empfehlung an Schulen, das ins Curriculum einzubauen. Man hat ganz viel davon und die Kinder lernen ganz viel über sich und über Medien, dadurch, dass sie mal 4 Wochen keine haben. Nur so als Tipp. Ach, zum politischen Einfluss, Ihre erste Frage noch ganz kurz. Was glauben Sie, warum ich hier bin? Das ist ganz einfach. Ja. Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar über dieses Diagramm, das Sie gezeigt haben, wo die grünen Äste nach oben gehen und ja, die roten Äste nach unten. Das war alles mit Computer und Smartphone zu tun. Ja. Wieso ist das so stark? Was hat das, was ist das, was diese Kraft ausmacht, die das die Jugendlichen wirklich süchtig macht? Das muss ja das was mit diesem Lernzentrum zu tun haben. Also der suchterzeugende Effekt von Spielen zum Beispiel liegt darin, dass sie so programmiert sind, dass sie Sucht erzeugen. Das weiß man einfach, weil da gibt es sogar Handbücher. Wie macht man es? Das World of Warcraft ist das mit süchtigst machende Spiel. Das hat ganz bestimmte Belohnungs- und Nichtbelohnungszusammenhänge, die sind da implementiert. Und wenn man das so macht, dann wird einfach Sucht erzeugt. Das weiß man seit 1950, weil da hat man Experimente an Tauben gemacht und hat dann den Sucht erzeugt. Und seitdem weiß man, wie das geht. Und das, genau das wird jetzt auf unsere Jugend losgelassen. Das ist das Erste. Zweitens, Menschen sind Informationsjunkies. Wir haben nun mal ein Riesenhirn, das werden wir, tun wir gern beschicken. Und natürlich vor allem Informationen über unsere soziale Gruppe. Das interessiert uns am meisten. Deswegen sind soziale Medien zunächst einmal für unseren sozialen Appetit, wie was Popcorn für unseren Magen ist. Nämlich man pfeift es rein und man kann drauf rumkauen und es fühlt sich an, als wäre es Nahrung. Nur ist es halt genauso leer wie Popcorn auch, denn es ist ja kein wirklicher Sozialkontakt. Da können Sie 300 haben und Sie sind letztlich unzufrieden als vorher. Aber zunächst mal, deswegen futtern wir ja auch Popcorn, also Luft und im Mund Krach. Und das tun wir, weil es so scheint, als hätten wir, würden wir Nahrung essen. Dabei essen wir nur Luft und leere Kalorien. Also Facebook ist für unsere Sozialkontakte, was Popcorn für unseren Magen ist, nämlich leere Kalorien und Luft. Und das muss man wissen. Und dann noch, und eins, das ist vielleicht das Wichtigste, die schiere Zeit, die damit verbracht wird. In Deutschland verbringen 12- bis 16-Jährige im Schnitt 7,5 Stunden mit Bildschirmmedien pro Tag. Und das war noch vor der Smartphone-Zeit. Das sind Daten aus 2009, 10, 11. 7,5 Stunden im Durchschnitt. Jetzt werden Sie sagen, das geht doch gar nicht. Doch, es geht. So 5-6 Stunden unter der Woche und am Wochenende entsprechend mehr. Und der Durchschnitt ist dann 7,5 Stunden. Im Durchschnitt. Bildschirmzeit. Und das macht es einfach. Ja, das ist dann, das ist so, liegt so drin, was macht ein Jugendlicher, wenn er gerade Langeweile hat? Er guckt auf sein Smartphone. Anstatt zu sagen, hey, ich habe Langeweile, ich mache jetzt mal, was ich will. Das passiert nicht mehr. Deswegen wird der Wille ja nicht mehr trainiert. Und dann haben sie willenlose Menschen. Und das ist das Furchtbarste, was uns passieren kann. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man dem Jugendlichen das zu Bewusstsein bringt? Ja. Und zwar genau das machen. Ist ihnen zu Bewusstsein bringen. Ich sage Ihnen mal eine Mail. Das ist jetzt kein Witz. Vor 3 Wochen etwa kriege ich eine Mail von einem Vater, die geht so. Herr Spitzer, ich war gestern Abend bei Ihrem Vortrag und habe hinterher noch Ihr Buch gekauft und danach mir meine 15-Jährigen vorgenommen. Und dann geht sie so weiter, lassen Sie mich mal ausreden. Ich habe dem gesagt, hier ist ein Buch, das ist ganz interessant, lies das mal. Da sagte der mir, das lese ich nicht. Da habe ich ihm gesagt, du kriegst 1 Euro pro Seite, dann liest es. 2 Tage später kommt er und sagt, Papa, du musst mir keinen Euro geben, das Buch ist so spannend, ich lese es freiwillig fertig. Und gestern Abend, der Spitzer, Sie werden es nicht glauben, kam er und sagte mir, Papa, ich habe mein Smartphone weggeworfen. Das geht. Mein Ehemann Sohn zu Hause, der spielt LOL.
Und da gibt es im Internet gibt es eine Seite, die das überprüft, wie viele Stunden du in diesem LOL-Spiel verbringst. Ja? Und er verweigert es einfach zum Anschauen. Also ich denke mir, Jugendliche sind nicht blöd. Weswegen die rausgefunden haben, dass ihr Smartphone sie willenlos macht und das sogar zum Jugendwort wurde. Und ich kenne wirklich eine Reihe von Jugendlichen, die mittlerweile bewusst auch einen Umgang, ich meine, Jugendliche treffen sich heute in der Kneipe und dann legt jeder sein Smartphone in die Mitte und dann gibt es eine Regel, der Erste, der seins anrührt, zahlt. Und es zahlt immer irgendeiner, das ist der Witz, aber die haben sich schon selber so drauf, dass sie selber so reagieren. Also die Jugendlichen haben es begriffen, wer es nicht begriffen hat, sind unsere Kultusminister, die das immer noch fördern und fördern und fördern, dieses Fehlverhalten von Jugendleuten. Und das ist es, was mich so ärgert. Unsere Steuergelder werden dafür ausgegeben, dass Leute angefixt werden, dass Leute das Falsche lernen, dass sie schlecht lernen und dann letztlich noch Kunden von Firmen werden, die woanders reich damit werden. Das ärgert mich sehr, dafür werden Steuergelder ausgegeben. Vielen Dank. Danke. Zwei Fragen. Das eine ist, welches Buch hat der 15-Jährige gelesen? Cyberkrank. Danke. Und die zweite Frage ist, ich sehe schon, dass das Ganze in Hand von Konzernen ist und dass mit Spielen sehr viel Geschäft gemacht wird, ja. Aber wäre es nicht auch an der Zeit, sich über Software Gedanken zu machen, die genau diese Auswirkungen nicht hat? Also bessere Software zu entwickeln. Ja, ja. Also wichtig, erstens. Zweitens, es gibt so viele Auswirkungen digitaler Medien, die kommen einfach, egal was da läuft. Also die klauen ihnen Zeit für was Besseres. Gerade bei kleinen Kindern, die fangen an zu wischen übers iPad. Ja, egal was da ist, wischen ist keine Beschäftigung für die Kinderhand. Die sollen Dinge begreifen und nicht über eine feedbacklose Glasoberfläche wischen. Das ist prinzipiell verkehrt. Oder wenn sie zu viel so gucken, haben sie zu wenig Weitsicht und dadurch werden sie automatisch kurzsichtig. Südkoreaner sind zu über 90% kurzsichtig, die Jugendlichen dort. Warum? Weil die gucken nur noch so. Sie gucken nicht mehr in die Weite und werden dadurch kurzsichtig. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass das wirklich passiert. Ja. Also sie haben eine Menge Sachen, die passieren, egal was auf dem Bildschirm läuft. Und dann muss man noch sagen, es gibt natürlich Serious Games, das heißt Spiele, da sollen sie was lernen. Und die Community, die die entwickelt, gibt mittlerweile selber zu, die haben ein Problem, es spielt sie keiner. Es ist so. Ja. Jugendliche und Kinder, die merken sofort, oh, hier soll ich vermeintlich Spaß haben, aber eigentlich wird mir was untergejubelt. Und da sind die allergisch dagegen. Wenn schon Spaß, dann aber richtig, ja. Und nicht so ein bisschen lernen und ein bisschen Spaß, macht keiner mit. Serious Games spielt keiner, das ist das Problem. Also die Idee klingt gut, aber sie funktioniert nicht. Danke. Ja, ich habe noch eine Frage oder eine Bitte an Sie. Wann kommen Sie das nächste Mal nach Feldbach? Ich würde gerne alle meine Schüler einladen. Ich habe gesehen, ein paar sind hier. Leider nicht so viele, weil ich glaube, das wäre einfach ganz, ganz toll, wenn Sie vor Schülern auch vortragen. Wenn Sie die Halle voller Schüler kriegen, bin ich da. Ja, das, ich würde sagen, wir machen das. Danke. Mich beschäftigt, was Sie zu dem Thema Zweisprachigkeit ausgeführt haben, auch beruflich. Verstehe ich das richtig, dass wenn ein Mensch zwei Sprachen spricht oder lernt im Laufe seines Lebens, bedeutet das nicht, dass das Potenzial, das durch den Zuzug jetzt in Europa die Herausforderung oder auch die schlichte Tatsache, dass viele mehrsprachige Kinder an unseren Schulen und in unserem Bildungssystem sein werden in den nächsten Jahren, birgt das nicht unglaubliches positives Potenzial als Voraussetzung oder sehe ich da ein Problem nicht? Also ich glaube,
dass wir uns ganz einig sind, dass das Wichtigste, was Einwanderer tun können, gerade die Kinder von Einwanderern, ist die Sprache des Einwanderungslandes lernen. Da wurde auch in Ulm, wir haben auch viele ausländische Arbeiter in verschiedenen Industriezweigen, also bei uns sind viele. Und ich habe deswegen zwei Türken bei mir in der Klinik, weil wir müssen, weil Ärzte haben, die Türkisch sprechen, weil es nicht anders geht, weil zum Beispiel die Mütter, die zu Hause bleiben, auch nach 20 Jahren in Deutschland kein Wort Deutsch können, was natürlich eine Katastrophe ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Kinder umgekehrt, denen nützt man am allermeisten, denn sofort, wenn sie da sind, müssen die zu anderen deutschen Kindern, mit denen reden sie Deutsch und dann lernen sie Deutsch. Und auch das Argument, die sollen erstmal Türkisch können und dann lernen sie Deutsch noch lernen, das ist Unsinn. Die sollen Deutsch können, weil wenn die in Deutschland leben oder in Österreich, müssen sie Deutsch können. Und deswegen ist es wichtig, dass die Deutsch lernen. Und wenn die dann tatsächlich zweisprachig sind, und das werden viele von diesen Kindern natürlich sein, die allermeisten, dann haben die tatsächlich für das gesamte Leben schon mal einen riesen Vorsprung. Nämlich die sprechen dann zwei Sprachen gut, werden auch weder die eine noch die andere vergessen. Denn wenn man die vergisst, dann nützt es nichts mehr. Aber wenn man sie aber nicht vergisst, hat man tatsächlich das extra Training ein ganzes Leben lang und dann werden die 5 Jahre später dement werden. Das heißt, sie werden 5 Jahre später dem Gesundheitssystem viel Geld kosten. Und das ist ein Positivum, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann. 5 Jahre später dement, das ist eine Menge Geld, die da sozusagen nicht ausgegeben wird. Ja, ist ganz klar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass es bei uns im ländlichen Raum möglich ist, so einen tollen Vortrag wo sind Sie? Entschuldigung. Hier zu haben. Da bin ich. Und ich hätte eine konkrete Frage. Wir haben gerade die Zentralmatura laufen in Österreich. Meine Tochter macht es gerade. Es würde mich interessieren, was ein Hirnforscher dazu sagt, zu dieser Zentralisierung. Wie sehen Sie das? Wie viel Zeit haben Sie? Also, das ist wirklich zu differenziert, als dass ich da ganz kurz was dazu sagen kann. Ich kann nur so viel sagen, dass es gibt Gründe und Gegengründe für Zentralmatura. Ich habe selber Abitur gemacht, da gab es das nicht. In anderen Bundesländern gab es das damals sogar schon. Heute gibt es das auch in dem, wo ich herkomme. Also da hat sich vieles getan. Und ich denke mir, da macht wie immer an Schulen der Ton die Musik. Ja. Also ich habe gerade gehört, dass zum Beispiel, wenn die heute am Computer lief und der Computer dann nicht funktioniert hat, dann ist es natürlich nicht so gut. Und ich bin überhaupt kein Freund von computerisierten Prüfungen, weil man da ja nur vorhergekautes wiederum abfragt oder so. Und wenn man den Kindern ein leeres Blatt gibt, dann können sie sich selber auf dem Blatt ausdrücken. Und das ist das Mindeste, was man ihnen mal erlauben sollte, wenn sie Reife bescheinigt bekommen sollen. Das heißt ja Matura. Und da kommt es nicht darauf an, dass man wieder gurgelt, was man irgendwann mal gelernt hat, Faktenwissen, Lückentexte oder irgendwelche Sachen, sondern da kommt es darauf an, dass man selber in der Lage ist, mal ein Problem zu durchdenken und das auch aufgeschrieben kriegt. Und ich glaube, da ist Papier und Bleistift nach wie vor das Beste. Das kann man auch belegen. Die Amis haben gerade eine schöne Studie rausgebracht. The pen is mightier than the keyboard. Der Füllfederhalter ist mächtiger als die Tastatur. Was haben die gemacht? Die haben nachgewiesen, dass wenn sie mitschreiben in der Vorlesung mehr hängen bleibt, als wenn sie mittippen. Dabei haben die Amis selber im Frühjahr 2013 in 46 Bundesstaaten von 51 die Handschrift aus dem Curriculum der Grundschule gestrichen. Die haben dem Gedächtnis dessen Stütze kaputt gemacht, indem sie Schülern nicht mehr Handschrift beibringen. Das ist einfach nur fast schon kriminell. Aber die Amis, die machen sowieso Sachen. Da wundert man sich. Hier steht: Mehr als ein Drittel aller Babys in den US, die tippen auf ihrem Smartphone und auf dem Tablet, bevor sie laufen oder reden können. Und das ist gut gemeint. Die finden das toll. Ja? Das finden die auch toll. Wobei man, nochmal, ich sag's mal ganz dezidiert, über eine bedeutungslose, weil völlig eigenschaftslose Oberfläche wischen, ist das Dümmste, was sie mit der Hand machen können, wenn sie Zweijähriger sind oder Drei- oder Vierjähriger. Weil wenn sie einem vierjährigen Kind sagen, schnapp dir mal die Nadel, den Stift, den Schlüssel, das Ei, den Eimer oder halt dich fest, macht ein vierjähriges Kind automatisch einen ganz komplizierten Begriff. Diese Griffe haben alle 6 Namen, weil die einzeln kaputt gehen können bei bestimmten Krankheiten und einzeln repariert werden können. Ja? Und die sind höllisch kompliziert. Und die werden sogar noch angepasst nach Schwere und Oberflächenbeschaffenheit dessen, was man da greift. Und das machen Kinder vollautomatisch. Warum? Weil sie haben es schon 10.000 Mal gemacht. Ja, wenn sie so aufwachsen, nicht.
Das heißt Fisher-Price Activity Center und die Apps für das iPhone, beziehungsweise für das iPad, Entschuldigung, können Sie runterladen kostenlos, damit das 0- bis 2-jährige Baby schon schlau wird. Und die Denke dahinter ist, bloß keine Zeit verschwenden, zum Beispiel selbst dabei. Deswegen gibt es auch eine Toilette mit iPad-Halter. Ich habe es ja auch nicht glauben wollen. Die beiden Dinger habe ich aber zu Hause. Ich habe mir sie gekauft, die können Sie bei Amazon kaufen, wird morgen geliefert. Ja? Und noch einmal, die Denke ist, bloß keine Gelegenheit zum Lernen auslassen. Aber was man ganz klar sagen muss, ein 2-jähriges Kind, was so macht, lernt nicht, sondern verdummt. Weil das Gehirn des 2-Jährigen, das braucht die reale Welt und nicht einen Abklatsch, einen Faden davon, den man nicht anfassen kann, wo man nur so machen kann. Das ist eben genau das Falsche für ein kleines Kind. Ja. Und wenn Sie mir erlauben, super Studie, nicht ein knappes Jahr alt, Science Magazine, ein 11 Monate altes Baby, ja, sitzt da auf dem Stuhl und guckt ein Kasperletheater an. Der Versuchsleiter stellt hier ein Spielzeugauto hin, das fährt hier runter, verschwindet hier hinter der spanischen Wand, dann macht es Dock. Dann nimmt er die spanische Wand weg und dann steht das Auto entweder hier, ist ja dann gekracht, ja, oder es steht da, irgendwie hier durch. Guck mal, das sieht ein 11 Monate altes Baby. Ja. Oder es sieht, wie so ein Spielzeugauto hier geschubst wird und dann fliegt es hier. Nämlich hier ist eine ganz feine Glasplatte, die sieht man nicht und jetzt scheint es zu fliegen. Oder es fällt hier runter. Das hier ist das, was man so erwarten würde, das ist komisch. Was machen Sie hinterher? Sie drücken dem 11 Monate alten Baby das Auto in die Hand. Was passiert dann? Wenn das Baby gerade gesehen hat, dass das Auto fliegt, nimmt es das Baby das Auto und hebt es hoch und lässt es fallen. Fliegt es wirklich? Und wenn das Baby gerade gesehen hat, dass das Auto durch den Klotz durch ist, nimmt es das Auto und haut es auf den Tisch. Nach dem Motto, geht es wirklich da durch? 11 Monate alte Babys hat man in solchen Experimenten gezeigt. Die gucken nicht nur hin. Nee, wenn die was sehen, hey, das geht doch nicht. Dann probieren die sofort aus. Stimmt das wirklich, was ich da gerade gesehen habe? Und verhalten sich mit der Welt entsprechend. Das heißt, wie Wissenschaftler. Hey, fliegt das Ding? Mal gucken. Ja? Geht's da durch? Mal gucken. Das heißt, die testen, prüfen Hypothesen interaktiv im Umgang mit der Welt. Das gehört zum Kindlichen. Das Tolle ist, man wusste es von 2-Jährigen schon lang, seit 15 Jahren, dass 11 Monate Alte das schon hinkriegen. Weiß man erst seit April 2015. Man weiß es aber. Das heißt, ein 11-monatiges Kind, auch das braucht die Dinge selber und nicht Bilder davon, die man wegwischen kann. Ja, ganz klar. Und von solchen Studien weiß ich auch, was Kinder brauchen und weiß, was sie nicht brauchen. Nur nebenbei. Entschuldigung, wieder nur ja und nein die nächsten Fragen. Das war ich gerade von dem Baby so fasziniert, dass ich... Ah, genau. Das eine war eine ganz kurze Zwischenfrage, nur zu dem, was Sie vorher gemeint haben, dass Smartphones kurzsichtig machen. Im Prinzip macht dann Lesen auch kurzsichtig. Stimmt. Echt? Lesen macht kurzsichtig. Meine Großmutter sagte immer schon, lese nicht so viel, du kriegst eine Brille. Das hieß es auch früher. Wenn sie noch vor 20 Jahren Augenarzt gefragt hätten, sagen Sie mal, ist es wirklich so, dass ich vom Lesen eine Brille kriege? Der hat gesagt, so ein Blödsinn. Mittlerweile wissen wir es besser. Weil es gab Grundlagenforscher, die haben Küken Brillen aufgesetzt, mit Velcro festgemacht, damit sie nicht wegfallen. Und dann Folgendes festgestellt. Ein Babyauge ist klein und muss wachsen. Jetzt ist es so, dass ein Babyauge, weil es so klein ist und weil die Brechkraft der Linse so ist, wie sie ist, und auch die Abstände halt so sind, wie sie sind, deswegen kann ein Babyauge nicht wirklich scharf sehen, weil die Netzhaut zu früh kommt und die Strahlen sich eigentlich dahinter schneiden würden. Deswegen ist das Bild unscharf auf der Netzhaut. Jetzt muss das Babyauge wachsen und würde eigentlich also am besten so lange wachsen, bis es scharfe Bilder hat und dann aufhören. Und wir wissen heute, genau das passiert. Weil im Auge Mechanismen existieren, die das Auge wachsen lassen, bis das Bild scharf ist. Und dann hört es auf zu wachsen. Es sei denn, Sie gucken dauernd in die Kürze. Dann gehen nämlich die Strahlen nicht parallel, wie wenn Sie in die Ferne gucken, sondern sie gehen so und dann schneiden sie sich weiter hinten. Das heißt, wenn Sie immer so gucken, egal ob in ein Buch oder auf Ihr Smartphone, wird Ihr Auge automatisch länger. Und wenn es mal zu lang ist, dann bleibt es zu lang. Und was brauchen Sie dann? Denn die Strahlen schneiden sich dann davor.
wenn sie in die Ferne gucken. Und sie sind kurzsichtig. Und fürs in die Ferne gucken brauchen sie dann immer eine Zerstreuungslinse. Mit anderen Worten, wenn sie zu wenig Weitsicht in die Ferne gucken, als Kind und Jugendlicher haben, werden sie automatisch kurzsichtig, weswegen heute, wie gesagt, über 90% der Südkoreaner kurzsichtig sind, der Jugendlichen. Das waren früher 5%. Ja. Die Frage mit dem Lesen ist heute akademisch, weil junge Menschen heute am Tag 15 Minuten vorm Buch verbringen. Das schadet ihnen nichts, gebe ich ihnen schriftlich. Prinzipiell könnte man das dann auch so irgendwie ausgleichen, oder das für die Minuten, die man liest, schaut man dann in die Ferne, wird das was bringen? Es ist einfach eine Frage der Dosierung. Also ihr Auge misst einfach immer die Schärfe und wenn das dann einigermaßen stimmt, dann hört es auf zu wachsen. Und es ist schlichtweg so, wenn sie normal sich verhalten, dann haben sie immer, dann gucken sie auch immer mal in die Weite. Sie sind ja draußen und gehen spazieren und so weiter. Und dann hört ihr Auge auf zu wachsen, weil dann eben die Bilder scharf sind. Aber wenn Sie tatsächlich nur so gucken, also Sie bringen einfach 10 Stunden am Tag vor dem Bildschirm zu und das als Kindheit und Jugend, als Kind und Jugendlicher, dann sorgen Sie dafür, dass Sie kurzsichtig werden. Und nochmal, das wissen wir erst seit wenigen, die Studien, die das für ganz Europa gezeigt haben, ist im Herbst 2015 publiziert. Das wissen wir noch nicht so lange, dass das wirklich so ist, aber es ist so. Und die zweite Frage ist, also ich bin jetzt eine von den Glücklichen, die gerade die Zentralmatura macht und das sind dahinter so ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung. Aber gestern war ein interessanter Artikel bei der Englischmatura und zwar übers Lügen. Und Sie haben das ja vorher angesprochen, dass Theaterspielen und so das Gehirn fördert, die Gehirnleistung, und macht Lügen auch schlau? Muss ich das beantworten? Vernünftig sein heißt ja Einsichten in die Notwendigkeiten haben. Und wenn man Notwendigkeiten mal eingesehen hat, dann ist gerade das Lügen immer nur auf dem Rücken der Tatsache geht, dass die meisten Leute die Wahrheit sagen. Sonst würde Lügen gar nicht funktionieren. Und weil das so ist, ist es vernünftig, dass, wenn schon die meisten die Wahrheit sagen, man sich dann auch dran hält. Weil ansonsten bringt es einem ungerechtfertigterweise Vorteile. Danke. Ich habe schon viel erlebt, aber... Also eines der ersten Dinge, die ich meinen Studierenden beibringe, ist, lernen Sie anständig lügen. Aber man sagt ja auch nicht jemanden, den man auf der Straße trifft, man schaut so schlecht aus. Also Höflichkeit ist ja auch eine Form der Lüge. Aber was ich Sie fragen will, meine Tochter ist 8, mein Sohn ist 10, meine Tochter liest sehr gerne, vor allem am Abend, und mein Sohn hört CDs, Abenteuergeschichten und so weiter. Wer von den beiden wird das jetzt mehr geschädigt? Ich hoffe mal, weder der eine noch der andere. Weil über Hörbücher gibt es fast keine Forschung. Man weiß nur, dass das die Kinder gerne haben. Die hören gerne noch ein Märchen vom Einschlafen und so weiter. Da muss man sagen, besser ist es, es wird vorgelesen. Aber kein Papa schafft 2 Stunden am Abend. Und deswegen ist dann noch eine... Also wenn die mal alt genug sind, dann dürfen die auch mal Benjamin Blümchen hören oder irgend sowas. Es ist in Ordnung. Und lesen, solange die Tochter abends liest, eine halbe Stündle, macht sie auch ihr Augenlicht nicht kaputt. Wenn sie tagsüber auf den Baum klettert und im Spielplatz ist und da, also genug draußen ist, ist nichts. Also ihre Kinder sind fein raus. Solange sie jetzt aufpassen mit dem Smartphone und der Playstation, da müssen sie nichts. Okay, dann sind sie gut dran. Eine Frage, verwenden Sie selber Handys? Ich verwende einen Computer, natürlich. Ich habe zu Hause noch einen, in der Klinik noch einen und ich habe auch ein Smartphone, ja klar. Ich darf das, warum? Weil mein Hirn schon fertig ist. Danke. Ich kann dazu noch was Wissenschaftliches sagen.
Es gibt eine Bevölkerungsgruppe, von der hat man auch immer wieder Untersuchungen gemacht und von der man sagen kann, wenn es eine Bevölkerungsgruppe gibt, dann die, denen digitale Medien, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich eher nützen als schaden. Und das sind die Rentner. Die können mit ihren Enkeln in Verbindung bleiben, die können Informationen sammeln, die können ihre Hobbys ausleben, die können sich mit Gleichgesinnten treffen. Man findet den Sammler koreanischer Briefmarken vor 1930, der in Südafrika wohnt, übers Internet immer, und dann findet man sich, und das ist toll. Und da, wie gesagt, Entwicklungsprobleme nicht mehr sind und die Sucht auch abgehakt ist und alles schon funktioniert. Und die Sozialkontakte und die Fähigkeit dazu auch, kann nichts mehr kaputt gehen. Und deswegen Rentner profitieren davon. Ja, und die tun auch was für ihre kognitive Leistungsfähigkeit, wenn sie das als Werkzeug benutzen, was viele tun, um eben vieles zu tun, was man sonst vielleicht gar nicht tun könnte. Und das ist überhaupt nicht schädlich, sondern positiv. Eine Frage noch, okay? Hallo, ich habe von Ihnen einen Vortrag auf DVD, Vorsicht Bildschirm, schon einige Male gesehen. Da sprechen Sie immer wieder, wie wichtig es ist, von mit allen Sinnen lernen, also nicht nur Hör- und Sehsinn, sondern mit allen Sinnen. Können Sie da vielleicht ein paar Worte drüber sagen? Ja, also da kann man sehr viele zu sagen. Vielleicht nur ganz kurz. Man weiß tatsächlich, dass zum Beispiel Sprachentwicklung so funktioniert, dass da jemand ist, der mit dem Kind spricht. Und wenn man diesen jemand auch mit den besten Vorsätzen, zum Beispiel durch eine Demo, man filmt den und nimmt ihn dann auf, die Mimik und die Gestik und natürlich auch das Gesprochene, und spielt dann dem einjährigen Kind dieses Video vor. Der Effekt ist null. Das ist mittlerweile, das hat man probiert. Ja? Der Effekt ist null. Warum? Weil das Kind braucht die Beziehung zu dem Menschen, da ist einer, den kann man auch anfassen, den kann man angucken, ins Auge. Ja? Und dann braucht das Kind auch Millisekunden genau, dass zum Lernen der Segmentierung, denn wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, dann merken Sie gar nicht, dass eigentlich aus meinem Mund lauter Schallwellen kommen, die dann durch die Luft sich fortpflanzen, an Ihrem Ohr dauernd wackeln, und alles, was Sie haben, ist das komische Gewackel an Ihrem Ohr. Das merken Sie aber gar nicht, weil nämlich Ihr Ohr so automatisch meine Laute segmentiert in Laute, in Wörter, in Sätze, in Bedeutungseinheiten, und das passiert so automatisch in Ihrem Kopf, dass Ihnen gar nicht klar ist, wie kompliziert das eigentlich ist. Es ist nämlich das Komplizierteste, was menschliche Gehirne leisten können. Wenn das ein bisschen schneller ginge, also wenn ich jetzt noch ein bisschen schneller reden würde, hätten Sie schon keine Chance mehr, mich zu verstehen. Das kann man nachweisen, weil es dann zu schnell wäre für unser Hirn. Das ist also wirklich am Limit sozusagen. Und für Babys erst recht, die müssen das erst noch lernen. Und beim Lernen hilft ihnen, wenn sie auf den Mund gucken. Dann geht er nämlich zum Beispiel zu und wieder auf und dann macht es. Und dann können die gleichzeitig das P hören und sie sehen's, und es erleichtert ihnen, dieses P aus dem Gebrabbel rauszulesen als Einheit P. Und so geht's mit anderen Lauten auch. O sieht eben so aus, A sieht eben so aus. Und da gucken die. Man weiß mittlerweile sogar, dass einsprachig aufwachsende Kinder hören mit 8 Monaten auf zu gucken, auf den Mund des Sprechers, der Mutter in dem Fall. Warum? Die kennen schon alle Laute. Sind ja gar nicht so, sind so 2-3 Dutzend, mehr sind's nicht. In Deutsch so 40. Zweisprachig aufwachsen heißt, dass man die Laute der anderen Sprache auch noch lernen muss. Das sind halt mehr. Weswegen die Babys, die zweisprachig aufwachsen, die gucken bis zum 12. Monat auf den Mund der Mutter, weil die da mehr zu lernen haben. Ja? Und deswegen gucken die und gucken. Und es ist wichtig, dass die da gucken können, dass es was zu gucken gibt. Neben der Anwendung, die Mütter, die glauben, jetzt still ich, da darf ich mal Tagesschau gucken, haben es nicht begriffen. Denn wenn das Kind gestillt wird, ist es nicht, jetzt gibt er Ruhe, also kann ich jetzt mal was anderes machen, ja? Sondern wäre es klasse, wenn die Mutter wüsste, hey, jetzt habe ich Gelegenheit, dessen Hirn zu bespielen, was immer ich da machen will. Ich kann es mal mit ihm reden, dann kriegt er nicht nur Kalorien da rein, er kriegt auch was auf die Augen und auf die Ohren, und das Hirn saugt das auf, so wie der Mund die Milch aufsaugt. Und ich habe völlig freie Hand und ich habe vor allem auch Ruhe, weil der macht ja gerade nichts. Und ich kann ihm jetzt zum Beispiel mit ihm sprechen und dann lernt er sprechen. Ganz schnell. Und wenn jede Mutter, die denkt, jetzt habe ich endlich mal Ruhe, kann Tagesschau gucken, macht es falsch. Viele Mütter machen das falsch,
weil sie leider durch die vielen Medien, die die Mütter eben auch haben, und dann haben sie noch zu arbeiten und es ist alles okay, aber es ist halt viel. Und dann sind sie abends müde und kaputt und kümmern sich genau nicht und haben genau die super Gelegenheit, jetzt mal ihrem Baby, was wach ist, attent ist, was aufsaugen will und eben nicht nur Milch. Ja. Diese Gelegenheit wird verpasst. Aktives Verdummungsprogramm für Babys. Entschuldigung. Das muss man mal begriffen haben. Und wenn man es begriffen hat, macht man es natürlich nicht. Ja. Und so wird vieles heute nicht gut gemacht, weil man denkt, man wäre besonders schlau. Und das ist schade. Und da könnte man mit ein bisschen Aufklärung könnte man es besser machen. Ich kann nur jedem raten, der ein kleines Kind hat, sich ein bisschen klar zu machen, was das heißt. Man hat eine Chance, hier einen Erdenbürger zu was super Tollem zu erziehen. Und der sollte man auch nachkommen, weil das macht einfach mehr Spaß hinterher. Ja. Wirklich. Sollten alle wirklich wissen. Und da gibt es viel zu wissen.